zum neuen Pen and Paper. Der 1920er. Mit dabei sind wieder Kilian, Hallo. Charlotte, Hallo. Marcel Hallo, hallo, hallo. und das erste Mal Florian. Hey. Hey, hallo. Ja. Ich kann euch empfehlen, falls ihr nicht genau wisst, Wer bist du denn? ich bin Jonathan, ich bin Spielleiter, hallo. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr nicht mehr genau wisst, es ist ja jetzt schon ein Jahr lang her, wer spielt hier eigentlich sozusagen ursprünglich mit? Was sind das alles hier für Charaktere? Was ist eigentlich davor passiert? Dann könnt ihr das alles nachhören entweder in der Zusammenfassung oder im kompletten Pen and Paper, was sich auf unserem YouTube-Channel befindet. Ich würde trotzdem sagen, ohne zu viel zu verraten, alle bis auf Florian, weil der ist ja noch gar nicht richtig hier dabei, sozusagen in der Charakterrunde, sagen noch mal zwei Sätze zu ihrem Charakter, die jetzt nicht besonders, müssen jetzt nicht besonders viel verraten, so, sondern einfach nur was sozusagen Allgemeinwissen über euren Charakter ist. Okay, ich fange einfach mal an. Mein Name ist Fink Veit und ich leite eine Bar. Deswegen bin ich auch dem Alkohol gegenüber sehr positiv eingestimmt und eingestellt. Genau, bin ein Trunkenbold mit Lächeln und Fahne. Das wäre es so für den Ersteindruck. Ja, hi, ich bin James Potter. Ich klettere gerne. Ich bin ein Tausendsasser, würde ich fast schon sagen. Ich bin sehr unscheinbar, sehr drahtig. Man erkennt mich gar nicht. Ich bin in Menschenmassen gehe ich unter, weil ich so ein unscheinbares Gesicht habe wie im wahren Leben. Und ja, ich klaue wie ein Rabe. Hallo. Ich bin Millie Miles. Ich bin Museumskuratorin, komme aus New Orleans und bin großer Voodoo-Fan und habe auch schon Voodoo-Rituale durchgeführt. Ich glaube daran. Okay. Ich sag mal ganz kurz, was wir letztes Mal erlebt haben. Also, das Pen and Paper fing eigentlich damit an, dass ein Mann, den Namen habe ich schon wieder vergessen, Jacob? hat Ja. nicht Jacob, das ist nicht Jacob gewesen. Also, ihr habt versucht, den verschwundenen Sohn von einem relativ wohlhabenden Menschen sozusagen zu finden. Seid dort auf dem Weg von Arkham, wo ihr sozusagen den Auftrag bekommen habt, mit einem geliehenen Taxi Richtung Kingsport gefahren, habt auf dem Weg ein Motel gefunden. In dem Motel habt ihr dann rausgefunden, dass die beiden Motelbesitzer, die gar nicht die echten Motelbesitzer waren, angefangen haben, Leute zu entführen, unter anderem eben diesen Sohn. Und diese Leute waren aus irgendeinem Grund sehr, sehr aggressiv und eigentlich haben sie sozusagen mit euch einen Kampf angefangen. Diesen Kampf habt ihr, ich sag mal, gerade so überlebt, indem ihr die Flucht sozusagen ergriffen habt und das hat auch gut geklappt. Und seid danach sozusagen nach Kingsport gekommen. Dort hat euch dann die Polizei befragt und es ist sozusagen rausgekommen, dass in diesem Motel die Polizei sich auch umgeschaut hat, weil einige andere Motelgäste, die ihr tatsächlich auch gerettet habt im letzten Pen and Paper, also die Polizei gerufen haben. Und als die Polizei allerdings da war, war von den Besitzern gar nicht mehr so richtig eine Spur. Es kam aber raus, dass das gar nicht die richtigen Besitzer waren. Das waren nämlich zwei Brüder. Die haben anscheinend die Vorbesitzer entweder umgebracht oder was auch immer mit denen angestellt, das ist nicht so klar. Und weder den Sohn habt ihr sozusagen danach gefunden, noch die beiden Hotelbesitzer, die waren beide weg. Ihr habt aber sozusagen mit der Polizei geredet. Die Polizei war immerhin überzeugt, dass ihr nicht die Verursacher von diesen ganzen Entführungsfällen seid. Und ihr habt $200 pro Nase bekommen als Vorauszahlung von dem Typ, der euch das sozusagen den Auftrag gegeben hat. Allerdings war es dann so, dass ihr euch die Geschichte, dass dort übernatürliche Sachen, möglicherweise Aliens vorgekommen sind, dass ihr euch die nicht so richtig geglaubt habt und deswegen euch auch die Bezahlung sozusagen verwehrt habt. Ihr seid zu dem Zeitpunkt noch in einem Krankenhaus in Kingsport gewesen. Und habt sozusagen eure Wunden heilen lassen. Das hat auch alles relativ gut geklappt. Und nach einigen Tagen
die ihr sozusagen in Kingsport wart, nämlich am 2. Februar 1925, erreicht euch ein Telegramm aus Arkham. Und in diesem Telegramm teilt euch der, jetzt muss ich mir einmal kurz angucken, wer das war, weil ich habe das hier natürlich alles bei NPCs aufgeschrieben. Wie ein vorbildlicher Spielleiter. Lass mich kurz gucken. Habe ich irgendwie. So richtig habe ich es hier nicht. Da, das ist es nicht. Hier, das ist es. Warte mal. Kurz. Genau, James Fraser war der Sohn übrigens von demjenigen und der Vater hieß noch gleich Mr. Fraser, sage ich jetzt mal. Ich hab's leider jetzt hier nicht. Also Mr. Fraser schreibt euch ein Telegramm. Gerald, oder? Gerald Fraser, genau, perfekt. Gerald Fraser lässt euch ein Telegramm zukommen, wo er euch darauf hinweist, dass ihr immer noch im Besitz des geliehenen Taxis seid, was er euch zur Verfügung gestellt hat. Und er erwartet, dass ihr es bis zum 3. Februar ihm zurückbringt nach Arkham. Und dann wird er davon absehen, euch des Diebstahls an diesem Wagen zu bezichtigen und rechtliche Schritte einzuleiten. Ja, ihr sitzt an einem sonnigen Tag in einem Café vor dem Krankenhaus. Die letzten Verbände von der Wunde von James Podair wurden abgenommen. Die Wunde ist gut verheilt. Millie und Fink sind sozusagen wieder zu Besuch, zu Krankenbesuch. Ihr habt so ein bisschen die Stadt euch auch angeguckt, Kingsport. Und ja, wart sozusagen gerade dabei, euer Frühstück einzunehmen und dann erreicht euch halt dieses Telegramm. Es ist 10 Uhr. Kann ich noch mal kurz fragen, haben sich irgendwelche Zahlen verändert? Also ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, ob ich irgendeine Verletzung hatte. Muss ich da jetzt noch was zurückschreiben bei Sanity oder nee, so? Nee, es hat sich nichts verändert. Ihr habt also Sanity müsste bei euch allen auf Maximum sein. Und 99? Current. Nicht, das ist Maximum. Current muss es. Ihr müsst bei Current gucken. Und 3. Das ist dein Maximum aber. Und Current, ich glaube 35 war, du hast 35, Mein Maximum ist 74 und bei CURR steht 35. Genau, das ist auch korrekt, weil du hast einen Mana von 35. Und das also das sozusagen aktuelle Start-Sanity entspricht dem Power. Sanity. Und okay. Ihr hattet ehrlich gesagt letztes Mal kaum Sanity-Verluste, deswegen glaube ich nicht, dass einer von euch da eine Veränderung hat. Nee. Wichtig ist, das habe ich vergessen, ist gut, dass du sagst, ich würde mit, also diese optionale Regel mit reinnehmen mit Glücksverbesserungen, weil ihr letztes Mal einen relativ hohen Output an Glückspunkten hattet und das sind sowieso jetzt nicht super viele Punkte, die ihr da zurückbekommen könnt, aber damit sozusagen dass so ein bisschen, ihr so ein bisschen mehr Chancen habt, würde ich sagen, wir machen mal Glücksverbesserungen. Das funktioniert so, dass ihr doppelklickt auf Glück und der sozusagen den Wurf auf Glück nicht geschafft hat, kriegt ein W10 Punkte zurück, sozusagen. Ja, ich muss aber sagen, dass mein Charakter natürlich von Natur aus ein ziemlich, ziemlich krasser Glückspilz ist. Ja, also Millie hat angefangen. Deswegen hast du ja letztes Mal auch so viele Glückspunkte ausgeben können, weil du so ein Glückspunkt warst. Millie hat angefangen, Millie hat gefailt. Damit kriegst du ein W10 Punkte, Charlotte. Und was genau kann ich damit machen? Du musst also ich würfel jetzt ein W10? Und die trägst du dann quasi ein. Also du hast dann 54 plus 8. Das ist nicht schlecht. 62 kannst du dir eintragen, sozusagen. Luck. Ja. Oh, cool, okay. So. Fink Fight hat das geschafft. Damit verbessert sich dein Glück leider nicht. Nice. Und jetzt brauchen wir noch James. Ja, wie mache ich den? Ich habe Doppelklick auf Luck. Doppelklick auf Luck. Die Zahl.
69 ist ein Fail, damit kriegst auch du. Du hast das aber noch nicht eingetragen, Charlotte, oder? Wenn man es schafft, kriegt man kein Glück. Wenn man es nicht schafft, kriegt man Glück. Was ist da passiert mit diesem Spiel? Na, das hängt damit zusammen, je weniger Glück du hast, desto einfacher ist es, das zu verbessern, sozusagen. Das macht Sinn. Wie trage ich das nochmal ein? Warte, ich trage es für dich ein. Also Okay. eigentlich, du musst es nur einmal Perfekt. anklicken, dann musst du die Zahl eingeben, dann musst du nicht Enter drücken oder sowas, sondern einfach nur so. Und jetzt hast du Wird das 62. forcieren wollen? Danke. Das geht nicht. Eine Verbesserungsprobe kann man nicht forcieren. Also, ich habe es nicht geschafft und kriege jetzt 10 Lackpunkte. Genau. Nee, du kannst doch mal würfeln auf einen Kannst du mal Zehner, würfeln, oder? genau. Du musst einen W10 würfeln. Das ist der, wo eine 10 draufsteht. Ich möchte noch glücklicher sein. Hast auch Leider nur eine 8. 8. Ja, damit bist du jetzt beinahe 67. Hast Und am das meisten trägst du Glück. ein. Ich kann das für dich, wenn du möchtest, eintragen. Trag das bitte für mich ein, Ja, möchte ich. haben wir hingekriegt. So, dann ja, könnt ihr sozusagen weitermachen an diesem 2. Februar. Das ist ein, gucken wir mal auf den Kalender, der müsste ja hier sichtbar sein. Wir sind jetzt. Ich weiß nicht, warum hier der 15. März eingegeben ist. Wir waren eigentlich im Januar 25 das letzte Mal, meines Erachtens. Noch eine kleine Verständnisfrage. Den Stab, den komischen Alienstab, haben wir den mitgenommen? Wisst ihr das Der ist noch? im Taxi Ja, noch, stimmt, glaube den ich. wollte ich auch nochmal. Ja, stimmt, du hast Der absolut ist recht. im Taxi im Kofferraum, dachte ich. Oder wir haben ihn sogar mitgenommen. Eins von beiden ist passiert. Gut. Aber auf jeden Fall ist er von diesem See weggekommen mit uns. Genau, letztes Mal war ihr nämlich hier sozusagen am 20. Januar und jetzt ist der 2. Februar. Ich trage jetzt mal rein. Start. Wo trägst du das ein? Ich trage das in den Kalender ein, den seht ihr oben rechts unter Tools. Ah. Aber ich weiß nicht, ob ihr den Eintrag sehen könnt. Also ja, ihr könnt aber zumindest sehen, was es für ein Wochentag ist. Das ist nämlich ein Montag. Wenn man es einmal angeklickt hat, ist es nicht mehr rot. Das ist ein bisschen schade, aber das Habe ist ich auch quasi. gerade gemerkt. Aber wenn du unten auf alle Logs klickst, dann steht das da auch nochmal, ja. Keine Ahnung. Ja. Oh. Na gut. Zurück zum Pen and Glaube Paper. Es ich. ist 10 Uhr, vor euch liegen Brötchen, Marmelade, Butter. Nutella gab es damals, glaube ich, noch nicht, aber diverse Brotaufstriche, eine Kanne Kaffee. Alles ist angerichtet und der Kellner gibt euch allerdings jetzt dieses Telegramm, wo drauf steht, dass ihr zeitnah nach Kingsport, nach Arkham zurückfahren sollt und das Taxi abgeben sollt. Scheiße, ich habe mich gemutet in Discord, sorry. Also zurück zum Pen and Paper. Vor euch liegen diverse Brötchen, Brot, Brotaufstriche, Butter, Marmelade, Honig, ein frischer Kaffee. Ist gebraut, das habt ihr euch alles gekauft. Habt ihr durchaus eine gewisse Einkunft gehabt im letzten Monat. Und wollt sozusagen die Abnahme des Verbands von James, die Entlassung aus dem Krankenhaus, wollt ihr eigentlich feiern. Und da kommt allerdings jetzt dieser Kellner, gibt euch das Telegramm von Mr. Fraser, wo drin steht, dass ihr zeitnah den geliehenen Taxiwagen zurück nach Arkham bringen sollt. Mensch, ja, vor lauter Schreck haben wir das ja ganz vergessen mit dem Taxi. Ich habe gehofft, ich kann diese alte Möhre behalten. Nee, das war Naja. ja klar, dass wir den zurückgeben müssen. Ich würde sagen, wir frühstücken erstmal schön. Kannst du mir mal die Marmelade geben? Streck mich Schon und. alle. Oh. Oh, ist da noch was anderes Süßes? Honig. Honig nehme ich gerne. Gibt's 1925 schon Karamell Macchiatos? Ja. Ein Frappuccino gibt's. Ich würde auch Bei ein bisschen gestresst. Starbucks. 1925 schon. Ich würde ein bisschen gestresst nach einem Kellner rufen und sagen, dass die Marmelade alle ist. Entschuldigen Sie, die Marmelade. Wir brauchen neue Marmelade. Sehr wohl, Sir. Und der Kellner bringt euch neue Pflaumenmarmelade. Hier.
Was ist das Ah, für ein sehr gut, sehr gut. Stress? Ja, Ja, dann. das war ja echt knapp, muss ich noch mal sagen. Also, ich habe mich da schon mit meinem Leben abschließen sehen in der Situation. Da war ja der Haken, der war ja richtig drin, Leute. Der war in mir. Ach ja, jetzt. Ja, aber wir haben es ja geschafft und ich denke mal, das sollte ja, dieser Spuk sollte ja langsam mal ein Ende haben. Ja, leider glaubt uns Das war niemand. echt merkwürdig. Was, wo ist dieser Stab, den wir mitgenommen haben? Im Wagen, oder nicht? Ich hoffe schon. Zumindest habe ich ihn da das letzte Mal gesehen. Das eklige Ding konnte ich doch nicht auf mein Zimmer nehmen. Wie sah das nochmal aus? Dieser Stab, Was war das nochmal? das war sozusagen es geht ja sozusagen um diesen länglichen Stab, den ihr im See gefunden habt, in dem Motel vom Squatters Lake. Dieser Stab sieht so ein bisschen länglich aus, irgendwie spitz. An einer Stelle ist er aber nicht spitz. Also am einen Ende ist er sozusagen, läuft er so spitz aus. Am anderen Ende ist sozusagen das so ein bisschen ja rau, wie abgebrochen sozusagen. Und da läuft so eine, oder lief so eine glänzende grüne, glaube ich, Flüssigkeit raus. Die ist Ah. aber mittlerweile natürlich eingetrocknet. Also von dieser Flüssigkeit die ist zwar noch da, aber die ist sozusagen jetzt nicht mehr so flüssig. Ja, insgesamt wirkt das alles ziemlich organisch, dieser Stab. Ich arbeite ja in einem Museum. Sollen wir den einfach mal, soll ich den mit zur Arbeit nehmen? Dann kann ich ihn mit verschiedenen Instrumenten genauer untersuchen. Du kleiner Bücherwurm, ich finde, wir sollten erst einmal losfahren hier und uns und weiß ich nicht, vielleicht fragen wir einfach irgendjemanden. Ich meine, wir sind ja nicht auf den Kopf gefallen, ne? Wir können ja auch mit den Leuten sprechen. Irgendjemand wird doch wissen, was das für ein Ding ist. Fragen kostet nichts. Okay, und wen willst du fragen? Auf Arbeit von dir jemanden. Okay, verstehe ich das jetzt richtig? Du traust mir nicht zu, den Stab zu untersuchen, aber willst meine männlichen Kollegen fragen. Ach so, ich wusste gar nicht, dass da auch Männer arbeiten. Na gut. Du, Millie, wie sieht's aus? Schmierst du uns ordentlich Kartons Brötchen hier noch? Ich meine, das wird heute eine lange Fahrt werden. Das können wir alle Auto zusammen und ihr machen. könnt das Essen machen. Ich warte im Auto auf euch. Oha. Millie scheint heute nicht besonders gut drauf zu sein. Das habe ich geflüstert zu James. Mir tut alles weh. Mann, jetzt habt ihr nicht so, Kerl. Ich hab im Auto nicht nur so einen komischen Krekelarm liegen, sondern auch eine Kleinigkeit, die dich vielleicht wieder auf Vordermann bringt. Der Haken war in mir drin. Ach, jede Sache hat einen Haken. Haha. Haha. Das verfolgt mich. Na gut, packen wir's. Ich würde aufessen und dann aufstehen und wie heißt sie? Entschuldigung, Millie folgen. Ich habe übrigens nicht bezahlt. Achso, ich auch nicht. Ich würde mir versuchen, also ich werfe einen Blick um mich und werde halt schon noch einiges von diesem Tisch halt, indem ich da rumlaufe und ja, so tue, als würde ich ein bisschen was abräumen, mir nochmal Taschen und meinen kleinen Beutel voll machen mit Brötchen und Marmelade etc. Also eigentlich mehr das Herzhafte, was auf dem Tisch liegt. Ja. Naja, ihr habt es ja Bezahlt. bezahlt. Noch nicht Aber zwar, wir haben schon aber. bezahlt. Nee, noch nicht. Aber es wäre, denke ich, okay, wenn ihr das machen würdet, sofern ihr es denn bezahlt. Ich schaue ja, also als ich das alles so einpacke, sehe ich ja die 200 Dollar auch noch in meiner Tasche. Ja, Und na klar. ich weiß ja, mein Charakter weiß ja, wie viel so ein teures Frühstück kostet. Ja. Nämlich $5. Ja, das ist 5 ganz schön Dollar. viel, nicht? Ich muss mal gucken. Also, ich bin da auch immer so ein bisschen irgendwie überfragt. Aber Lass ich mich bin in mal kurz. Gönnerlaune, ich würde den schon in Fünfer hinlegen. Ja, warte, bevor wir das machen, ich glaube, das ist viel zu viel. Ich werde erstmal hier gucken. Hier gibt es ja so Vergleichstabellen. Ein Zelt zum Beispiel. Ein ganzes Zelt kostet $39. Na gut, das ist relativ viel.
Eine Fackel kostet 27 Cent. Ein Kompass kostet 3 Dollar. Also ich würde mal sagen 3 Dollar. 3 Dollar sage ich jetzt einfach mal. Kostet so ein richtig gutes Frühstück. Okay. Drei Personen? Für drei Oder Personen. pro Person? Nee, für drei Personen. Dann, wie gesagt, nachdem Dann ich kann das eingehamstert ja Fink bezahlen. ja. Also nachdem ich eingehamstert habe, gehe ich zu dem Kellner, den ich vorher Steht angeschnauzt sogar, habe. Mahlzeiten außer Haus steht 45 Cent für ein Frühstück. Also sagen Oh. wir 2 Dollar. Es ist ja ein besonders gutes Frühstück und ihr müsst das Telegramm auch noch bezahlen. Wir müssen das Telegramm bezahlen. Naja, ihr kriegt das ja. Ist ja ein Ich Telegramm für euch. dachte, man bezahlt, wenn man ein Telegramm aufgeben Ich will. weiß es ehrlich gesagt nicht. Ist es so? Dann müsst ihr es nicht bezahlen. Ihr bezahlt jetzt 1,50 Dollar. So, jetzt reicht's. Ein Dollar, ich habe mich von 5 Dollar auf 1,50 runterhandeln lassen, Leute. Irgendwann ist es auch mal gut. Ich würde diesen Kellner, den ich vorher angeschnauzt habe, aufsuchen Ja. und ihm großzügig 2 Dollar in seine Westentasche stecken Vielen oder Dank, Sir. Hemdtasche. Nächstes Mal können Sie es auch auf den Tisch legen. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, aber ja, genau. Ich gucke ihn noch kurz mal von oben bis unten an und verlasse dann auch die Lokalität Ja, der Richtung Kellner Auto. ist ein Mann Mitte 30. Wünscht euch alles Gute und ihr geht Richtung Auto. Meine Verletzungen sind jetzt komplett geheilt. Ich Komplett frage nur noch geheilt. mal. Seine Okay. Verletzungen sind. Wir haben letztes Mal drauf gewürfelt, ob du irgendwelche bleibenden Schäden bekommst. Und das war nicht der Fall. Wo wurdest du noch mal getroffen mit dem Haken? Na gut, Die in den Schulter, Bauch oder? rein. Nö. Echt? Ah. Ich war doch. Ich wurde schon gut malträtiert. Obwohl, warte mal, habe ich das aufgeschrieben? Vielleicht habe ich es auch Das aufgeschrieben. steht bei Selbst. Injuries und Scars. Injuries und Scars habe ich. Grauenhafte runde Narbe am Bauch sowie am Rücken. Ich wurde gut zerballert. Ah, krass. Das ist Dann ja wieder Wunder, alles dass ich gut. noch da bin. Bin ich noch da? Ich kneif dich. Au! Okay, ich scheine noch da zu sein. Ich würde mal weiter auf das Auto zu steuern, weil ich habe ja auch die Ich Schlüssel. dachte, wir sind schon da. Ja, Wir sind wir schon im warten auf Auto. dich. Wir warten auf dich. Ich komme zu Komm. dir, ich komme zu euch beiden, aber ich würde halt erstmal den Kofferraum nochmal kurz aufmachen. Ja. Weil. Und gucken, was da drin liegt. Im Kofferraum liegt ein Ersatzrad und dieser längliche Gegenstand, den ich eben beschrieben habe. Okay. Ich leg mich auf die Rückbank. Toll, dann sitze ich vorne. Dann knalle ich den Kofferraum zu, bisschen überschwänglich und gehe nach vorne. Setze mich ans Steuer. Setze dich ans Steuer. So Leute, seid ihr bereit? Wo geht's hin? Na, zu dem Gerald, oder? Gerald Fraser. Hat sich jemand darüber schon Gedanken gemacht, wie wir zurückkommen? Ich meine, ich will Mit den dem ganzen Weg Taxi? sicherlich nicht zu Fuß laufen. Oder mit der Bar? Gibt hat er einen Zug? Ich glaube nicht, Bitte? aber fährt ein Zug Es fährt kein Zug nach von von Arkham? es fährt kein Zug von Arkham nach Kingsport. War ein Taxi? Kann man ein Taxi nehmen oder ist es zu teuer? Warum willst du denn jetzt ein Taxi nehmen? Wir müssen ja zurück irgendwie kommen, das stellt sich gerade die Frage. Also ich stelle mir die Frage, Also du wie wir kannst da dir mit zurückkommen. Sicherheit für, ich sag mal, 20 Dollar ein Taxi nehmen, nicht? Aber das ist eine ganz schöne Strecke. Jetzt sind mehrere. Letztes Mal seid ihr, wolltet ihr, glaube ich, die ganze Nacht durchfahren. Also ich hatte, glaube ich, gesagt, einen halben Tag oder so, keine Ahnung. Bisschen mehr, glaube ich. Na gut, aber dann haben wir auf jeden Fall die Option des Taxis im Notfall, falls wir keinen anderen Rückweg finden. Ach so, du meinst jetzt, wie du zum Kingsport zurückkommst von Arkham. Ja. Ja, es fahren auch Busse, nicht? Also. Ah, okay. Mit dem Wobei in Bus zurückkommen. Amerika ist Busfahren ja gar nicht mal so gut, oder? Also es ist, Nee. ich weiß nicht, wie das in den 20ern war.
Auf jeden Fall, irgendwie kommen wir zurück. Dann lasst uns jetzt losfahren, oder? Weil es ist eine echt lange, lange Strecke. Ja, wir können fahren. Ich check nochmal den Tank. Ich starte das Auto. Ja. Checke den Tank. Der Tank ist voll. Edel. Schön, dass uns dieser. Ja. Ja, gut, ich starte. Und fahre einfach mal los. Du fährst los Richtung Arkham, ja? Erstmal aus der Stadt raus, Erstmal aus ja, der Stadt genau. raus und dann Richtung. Ja, Leute, wo wollen wir hin? Und Ich meine, wir können. Fraser. Okay. Fraser. Razor. Du bist nicht mehr verletzt. Du James, kannst irgendwas ganz ist mit dir normal anders reden. geworden. Hattet ihr einen Haken im Bauch? Du, ich habe mir mal bei einer Prügelei die Nase gebrochen. Hörst du mich rumjammern? Guck, wie schön gerade die geworden ist. Ist wirklich besonders schön gerade geworden. Ich sehe nichts. Siehst du? Das ist der Trick. Also jammer nicht zu viel. Also, Und ihr setzt euch in Bewegung nach Arkham. Das war die falsche Entscheidung. Das Auto explodiert und all nein. Ihr setzt euch in Bewegung Richtung Arkham und fahrt also sozusagen von Kingsport den Weg lang. Das ist ja sozusagen beides Städte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die sich direkt am Meer befinden. Und ihr hört also die Möwen. Die Sonne steht am Himmel. Es ist für den Februar gar nicht so kalt. Und ihr fahrt sozusagen über die Landstraßen, über die Felder, durch das beschauliche Örtchen Maystone. Und nachdem ihr durch Maystone durchgefahren seid, kommt ihr auch relativ bald zu einer weiteren Landstraße, die führt dann durch einen Wald. Und in diesem Wald, an einer Stelle, wo sozusagen sich das so ein bisschen lichtet, seht ihr auf dem Weg einen Wanderer laufen, der sich zu euch umdreht und den Finger so hoch hält. Seht ihr den da vorne, den Verrückten? Du weißt gar nicht, ob der verrückt ist. Wer läuft so mit einem erhobenen Finger durch diese Stadt? Jeder, der hier wohnt, hat einen kleinen Schaden. Halt mal an. Anhalten? Seid ihr sicher? Na klar, Kurze vielleicht Frage an braucht den er Hilfe. Spielleiter. Ja. Erhobener Finger im Sinne von so Daumen rausgestreckt, dass er mitfahren Genau, will, so wie oder als ob wie? er mitfahren möchte. Er streckt den Daumen in die Richtung, in die ihr Das ist fahrt. nicht der Mittelfinger. Das ist nicht der Mittelfinger. Nee. Es muss ein regionaler Brauch sein. Warum übt sie die ganze Zeit Mittelfinger? Also ich würde langsamer fahren Ja. und in seine Richtung, aber das Auto kommt definitiv nicht zum Stehen, bis irgendjemand von uns seine Silhouette Ja. erkennt. Ja, und genauso sieht sozusagen der gute Hans ein Auto auf sich zukommen. Hans ist schon relativ lange unterwegs gewesen heute und das ist das erste Auto, was du seit Stunden hörst. Also ich würde, während ich am Straßenrand stehe und den Daumen raushalte, so einen Step, so einen extra Step auf die Straße machen, um wirklich unmissverständlich damit auszudrücken, dass ich gerne wenigstens in ein Gespräch eintreten würde. Halten wir an, oder? Jetzt tritt er auch noch auf die Straße. Oha. Halt an, willst du den umbringen? Ich fahre noch langsamer. Mensch, Fink, jetzt bremst doch mal kurz. Seht ihr Wir hätten uns auch irgendjemand? gewünscht, dass uns jemand mitnimmt in unserer Notlage. Wir hätten uns auch gewünscht. Hans Okay, schreibt, gut, ich halt an. Es gibt nur einen Hans. Das stimmt. Es tut mir leid, aber jemand anders heißt leider auch Hans. Denk Ich dran, halte Hans. an. Er steht, glaube ich, noch. Wie viele Meter steht er jetzt von mir weg? Na, das steht jetzt, wie, das kannst du dir ja aussuchen. Du hältst ja an. Also. Ich halte 3 Meter vor ihm an. Ja, dann steppe ich mal rüber an die Beifahrerseite vom Auto und beuge mich zum Fenster runter. Okay, ich rolle das Fenster runter. Oder macht man das mit Autos aus den 20ern? Ja, Ja, schon, stabil. oder? Hopp, schlägt die Scheibe ein. Hey, ich bin Hans. Cool, dass ihr Du, angehalten habt. ach du meine Nase, du bist doch nicht Hans, oder? Hans Moment mal. Dich kenne ich doch irgendwoher. Ich komme noch drauf. Wir kennen uns aus der Bar, Mensch. Ich bin Fink, Fink Veit. Ah, stimmt ganz genau.
Sehr schön. Hallo, schön dich zu sehen. Hört mal, ihr seid nicht zufällig gerade unterwegs Richtung Boston. Ich muss wieder nach Hause und wollte fragen, ob ich bei euch mitfahren kann. Welche Richtung liegt Boston? Richtung. Also Ja, Richtung. wir wollen eigentlich nach Argon, glaube ich. Aber falls du möchtest, können wir dich ein kleines Stückchen mitnehmen. Ihr kennt euch, ja? Na klar, das ist der kleine Hans. Ich kenne seine Eltern gut. Ewig nichts von dir gehört. Ja, ich war weg. Ich war bei der Grundausbildung und nachdem ich wiedergekommen war, habe ich an den Docks gearbeitet und da war nicht mehr allzu viel Zeit, bei dir aufzuschlagen, sage ich jetzt mal. Wie geht's den Eltern? Was gibt es da Neues? Leider muss ich dir mitteilen, dass es mein alter Herr nicht, also den Krieg nicht überlebt hat. Und meine Mutter ist schon länger tot, das weißt du ja sicherlich noch. Ja, du, Hans, lange Rede, kurzer Sinn, setz dich rein, wir müssen weiter. Wir haben diese Karre hier abzugeben. Alles ist besser, als hier draußen seelenalleine und verlassen herumzulaufen. Deswegen würde ich gerne, also steige ich ein und bitte, ja, das weiß ich ja noch nicht. Bitte mal hinten Platz zu machen. Ja, ich würde mich gerne dazusetzen. Wie wär's? Ja, Rutschst du kein rüber? Problem, kein Problem. Du Vielen Hans, Dank. das ist hier der James, das ist die Millie. Das sind Hallo. zwei treue Wegbegleiter, Worauf ungewollte, freut? aber treue. Ich Ich war war euch letztens im kennenzulernen. Krankenhaus. Ich habe hier eine riesen Fleischwunde. Guck mal. Oh, kann ich mal sehen? Ja, aber nicht drücken. Eieieiei, was ist da denn passiert? Ja. Das ist. Du Hans, steig bitte nicht zu viel auf James Gebabbel ein. Das stört mich schon die ganze Autofahrt. Er liegt. Einem kleinen Urlaub passiert, sage ich jetzt einfach mal. Wie kann man sich denn bitte im Urlaub dermaßen verletzen? Naja, schlecht gefallen, sage ich mal. Na Ah ja. gut. Bevor wir uns jetzt hier die Füße, den Arsch platt sitzen, wollen wir nun fahren? Ja, wir müssen nach Arkham, genau. Soll ich Euer Freund. vielleicht ganz kurz, jetzt sitze ich ja hier im Auto mit Rucksack und Seesack. Das sind zwei, also das ist eine größere Tasche. Ich würde die vielleicht noch schnell hinten im Kofferraum verstauen. Habt ihr genügend Platz da drin? Guck nach. Alles klar, gut, dann steige ich aus und will Ja, gerne ich meinen räume das für Seesack. dich in den Kofferraum. Ich räume das in den Kofferraum. Ja, das, also man hat mich ja zum ehrenhaften Gentleman erzogen. Da ist es für mich jetzt schwierig, meine Tasche einer Frau zu übergeben, damit die die für mich wegräumt. Räum's aber in den Kofferraum. Na gut, wenn ihr drauf besteht, ich meine, immerhin bin ich ja zu Gast, dann bitte übergebe ich meinen Seesack und meinen Rucksack. Was hast du denn da drin in deinem ganzen Gepäck? Ich meine, wo willst du? Was willst du? Was machst du? Ich komme gerade tatsächlich, deswegen bin ich ja auch auf dem Heimweg nach Boston. Ich komme gerade von der Hochzeit meines Cousins. Vielleicht erinnerst du dich an ihn. Wir waren bestimmt ein oder zweimal gemeinsam bei dir. Na klar, Und wie der Kleine, der Witzige. Wie hieß er doch gleich? Ralf, Ralf, Ralfi, good old Ralf, Ralfi. der Ralf. Genau. Und er ist aus Boston weggezogen, um mit seiner Frau ein friedlicheres Leben zu führen. Und da war ich auf der Trauzeremonie, deswegen habe ich hier in meinem Seesack einen Satz sauberer Klamotten. Und in meinem Rucksack habe ich, was man halt so braucht, wenn man unterwegs ist. Konnte ich Kinder mitnehmen? Wolltest du dich jetzt zu Fuß hier durchkämpfen? Tatsächlich seid ihr die Ersten, die mir überhaupt hier über den Weg laufen. Ich bin bestimmt schon seit ein paar Stunden unterwegs und habe noch keine Menschenseele getroffen. Ich hatte gehofft, man würde mich mitnehmen. Ein Auto, vielleicht, weiß ich nicht, LKW oder sonst was. Tatsächlich kam niemand. Merkwürdig. Naja, jetzt sind wir jetzt erstmal auf dem Weg nach Arkham, ne? Mach's dir bequem.
Ich würde halt versuchen, vor Hans ein kleines bisschen zu protzen und mal so einen schnellen Start mit quietschenden Reifen ja, zu machen. Ja, musst du keine Probe drauf machen. Das kriegst du hin. Ich Du schneide mich bist so vorher ein noch guter, an. du bist so ein guter Autofahrer. Und es geht ordentlich ab und ich gucke so ein bisschen, wie die Leute reagieren. Also so, natürlich nicht, dass die es mitkriegen, aber so mit einem Auge gucke ich so, ob das den Leuten genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Aua, meine Verletzung. Oh, nicht so schnell, bitte. Oh. Und ich fahre, nachdem ich natürlich ordentlich beschleunigt habe, in einem normalen Tempo weiter Richtung Ja, Arkham. ihr fahrt also weiter Richtung Arkham, weg von dem beschaulichen Örtchen Maystone, was allerdings auch schon viele, viele Meilen hinter euch ist. Und ja, es wird Nachmittag. Ihr kriegt langsam Hunger. So gegen 14 Uhr fängt der Motor auf einmal an zu stottern. Oh nein. Und das Auto macht so ein paar Sätze nach vorne, bis es dann plötzlich zu stehen kommt. Ach du grüne Rauch? Neune. Man Rauch Man vorne sieht aus dem Auto keinen oder Rauch sowas? rauskommen. Okay, ist der Tank alle? Ja, das weiß ich nicht. Das musstest du vielleicht mal nachgucken. Aber den Tank habe ich gecheckt. Der Tank kann es nicht sein. Du hattest den Tank gecheckt am Anfang der Fahrt. Und du guckst auch nochmal auf den Tank und da steht, der Tank steht auf 100% sozusagen voll. Uff. Nein. Ich würd mal in die Motorhaube reinschauen wollen. Ich würde ihn gerne begleiten. Mach das doch Ja, mal. geh mal nach vorne und guck, ob die Motorhaube heiß ist. Die Und Motorhaube dann ist heiß. Ja. würde ich vorsichtig die Motorhaube öffnen. Du öffnest also die Motorhaube. Ja. Und dann würde ich so mal gucken, ob noch alles passt. Ölstand, Ja. Mit Schläuche. welchem Skill möchtest du das denn machen? Mechanische Reparatur. Was hast du da? Achso. 50. An Auto, Oder ist es mechanisch oder elektrisch? elektrisch habe ich. Ja, es ist ja ein Elektroauto, stimmt. Da habe ich Es ist kein Elektroauto, 25. aber es ist Ich hätte zumindest. schon gesagt, es mechanisch ist, oder? Elektro Naja. habe ich 25. Es ist halt schwierig. Es gibt damit. Also für mich ist es nicht mechanisch. Mechanisch wäre sowas, was wirklich komplett ohne Strom auskommt, würde ich sagen. Finanzkraft habe ich null. Auf der anderen Seite kommt es auch drauf an, was vom Auto. Also. Welches mechanische Gerät kommt komplett ohne Strom klar? Ja, du hast auch recht. Also von mir aus könnt ihr sowohl mit Elektrizität als auch mit. Also mit beiden könnt ihr es machen. Oder man einigt sich auf den Zwischenwert, ich weiß es nicht. Nee, Ich mach würde ruhig, mechanische Reparatur mach machen. mechanische Reparaturen von mir aus, ja. Kann ich das jetzt doppelt anklicken und Kannst du das wird doppelt dann. anklicken. Die Zahl. Warte. Also die große Zahl, das ist wichtig, genau. Easy. Also, mechanische Reparatur. Du siehst dir genau alles an, was sozusagen unter der Motorhaube steht, inklusive des Motors natürlich. Du guckst dir das Öl an. Du guckst dir das Kühlwasser an. Die diversen Sachen, so tatsächlich so viele Sachen wie heute gab es damals in dem Auto ja auch noch nicht. Und dir fällt so beim Checken eigentlich kein Fehler auf. Es ist nichts angebrannt, es ist nichts offensichtlich angenagt oder so oder kaputt. Das Auto scheint zumindest vom Motor her gut zu funktionieren. Nur dass der Motor halt nicht an ist. Ach, das gibt's doch nicht. Achso, wichtig ist, Hans. mach dir mal bei mechanischen Reparaturen so einen roten, dieses rote Kästchen. Klick das mal an, damit du. Genau, ja. Hans, Also, ich gucke hier alles. Siehst du was? Ich weiß gerade nicht, was hier los. das Mindeste, was ich tun kann, um euch dafür zu danken, dass ihr mich mitgenommen habt, ist ja hier mal reinzusehen, ob ich vielleicht was finde. Und wenn du alle mechanischen Teile schon gecheckt hast, würde ich vielleicht nochmal die Elektrik prüfen. Nee, das gelingt dir auch, musst Oder jetzt aber nicht würfeln. Also auch du kommst beim Guck unter die Motorhaube auf den Schluss, dass du jetzt zumindest von außen keinen Fehler an den technischen Details des Autos bemerkst. ich würde genervt übrigens in der Zeit aus dem Auto
rausgehen und an einen Baum pinkeln, der in der Ja. Nähe ist, aber ein Stückchen weg. Habe ich noch nie Schluss. erlebt. Was ist denn das hier mit dem Auto? Und ihr seid euch sicher, ihr habt vollgetankt, bevor ihr losgefahren seid und habt an der Zapfsäule richtig schön voll gemacht. Ja, Das kann sicher. es also nicht Naja, sein. Moment, ihr habt nicht vollgetankt. Ihr habt den Tank ange die Tankzeige angeguckt und auf der Tankzeige stand 100 oder also voll. Und jetzt steht auf der Tankzeige auch 100 und voll. Also beim besten Willen, ich weiß nicht, was mit dem Auto ist. Haben wir. Ich würde gerne mal unter das Auto gucken. So, also so würde zur B-Säule hinlaufen und so unterm Auto einmal gucken, ob ich feststelle, ob da irgendwie was runterhängt oder ob unterm Auto irgendwie was ist. Ja, kannst du mal auf elektrische, mechanische Reparaturen würfeln? Das hast du nicht geschafft. Nee, echt nicht. Also, es ist auch tatsächlich relativ schwierig, dort irgendwas zu erkennen, weil du ja keine Hebebühne oder so hast. Also, du kannst da runter gucken, du siehst irgendwas, aber ob das jetzt kaputt ist oder ganz, das kann man nicht genau sagen. Wer von uns hat denn zuletzt getankt? Also ich war es nicht. James, wann hast du Fink hat getankt? zuletzt getankt. Ich stehe Fink? sauer an meinem Baum und pinkel weiter. Sorry, ich bin da noch nicht. Ich kann gerade nicht mit ihm sprechen. Fink, ich bin mir sehr sicher, der hat getankt. Ja, dann müssen wir ihn gleich fragen, ob. Dann komme ich wieder und Ah. wische meine Hände an meiner Hose ab, komme zum Auto zurück. Und frage, und ihr Ex-Partner irgendwas rausgefunden? Hast du denn zuletzt getankt, Fink? Zuletzt getankt, zuletzt getankt. Ich dachte, das hat dieser Kellnerbursche für uns übernommen. Also, Seit wann? es ist schon ein paar Naja. Tage, du erinnerst dich, es ist schon ein paar Tage her, dass du das lässt. Du kannst es gar nicht genau sagen. Es wird schon ein bisschen her sein. Das ist nicht mein Auto, so ich hab ja vielleicht vor einer Woche, in der Woche, ich Ist. ja, so wie das Auto, so wie das, also ja, ich bin mir sehr sicher, das weiß mein Charakter, weil er ja viel Auto fährt. Definitiv ist das ein leerer Tank, was da gerade passiert ist. Naja, dann müsstest du mal auf Autofahren klicken. Also eine Okay. Probe machen auf Autofahren. Eieiei. Ja. Autofahren. Ja, das hast du geschafft. Also kannst ja auch wieder so einen rote Markierung dazu machen. Also du bist ja ein erfahrener Fahrer. Du hast schon sozusagen häufiger mal das gehabt, dass kein Benzin im Tank war. Und das in der Regel ist es bei einem Auto fühlt sich das genauso an. Also da steht zwar in der Tankzeige 100, aber es kann durchaus sein, dass kein Benzin im Tank ist. Vielleicht ist ja auch die Anzeige defekt, aber auf jeden Fall würde das zu einem leeren Tank passen, wie das Auto zum Stehen gekommen ist. Und auch, dass es nicht mehr anspringt. Ja, die Kiste ist alle. Mist. Müssen wir jetzt laufen? Weiß Mann, jemand, wie dieser weit es noch ist? Schrotthaufen, warum haben wir daran nicht gedacht? Ja, also ihr Wie lange wisst, sind wir denn jetzt gefahren? Ah. ihr seid jetzt sozusagen einige Stunden gefahren. Ihr wisst, das sind einige Meilen zurück nach Maystone sozusagen. Das ist ja nur ein kleiner Ort. Ihr wisst jetzt nicht genau, was für eine Stadt, also wahrscheinlich die nächste Stadt wäre Kingswood. Kingswood ist ebenfalls so mindestens 10 Meilen, also eher so 20, 30 Meilen weiter die Straße hinab. Wenn ihr das laufen würdet, würdet ihr wahrscheinlich mindestens ein, zwei Tage brauchen. Oh Gott. Mann, und wir müssen ja die Karre morgen abgeben. Ja, das ist schlecht. Wir können doch Jared nicht einfach sagen, ja, sorry, wir sind hier, aber ohne Auto, das.
Also wie lange, Entschuldigung, dass ich nochmal frage, aber wie lange würde man zurücklaufen? Zurück würdest du 2 Tage lang laufen. Und zur nächsten Stadt auch ungefähr. Ja, es ist ungefähr in beide Richtungen dasselbe. Und Hans, du hast gesagt, wir waren die einzigen, denen du in den letzten Tagen begegnet bist auf der Strecke, oder? Ja, genau. Also Also ich kam aus May Dings, Maystone. aus diesem Ort, Maystone. Und schon da, das war praktisch ja schon ein Örtchen, mehr ein Örtchen als ein Ort. Da ist kaum jemand gewesen und ja, auf der Straße habe ich überhaupt keinen getroffen. Ja, Aber dürfte ich was? kurz, wenn wir sowieso jetzt hier festsitzen, würde ich gerne von euch wissen, das wollte ich vorhin schon fragen, warum fahrt ihr, obwohl keiner von euch, zumindest offenbar keiner von euch Taxifahrer ist, in einem Taxi durch die Gegend? Und warum ist es so wichtig, dass ihr es unbedingt zu, also jetzt morgen, keine Ahnung, abgibt? Wir haben das Auto von jemandem bekommen, also ausgeliehen bekommen und müssen es morgen zurückgeben. Sonst zeigt er uns an. Gegen Diebstahl. Ja, er hat uns einen kleinen Auftrag gegeben, ne? Aber ich dachte eigentlich, dass wir die Karre behalten können. Das ist ein Scheinbar. echter Okay, ich meine, Schlamassel. Ich würde es ganz jetzt ehrlich. einfach schieben, oder wollen wir das hier lassen, das Auto? Ich Dann sind wir zwar würde. noch langsamer, aber haben das Auto wenigstens bei uns. Ich würde Oder darauf. Ich würde nochmal über nachdenken, ist das eine weil ich. schlechte Idee? Ich kenne mich ja mit Alkohol aus und ich kenne mich ja auch mit Autos aus und sicherlich habe ich auch schon mal das Problem gehabt, dass ich kein Benzin hatte und weiß, dass ja Alkohol auch als Treibstoff, Brennstoff dienen kann. Fällt mir sowas ein? Ja, das weißt du. Du hast eine relativ gute Erfahrung damit, dass Alkohol, wenn man den ins Benzinfach schüttet, das Auto kaputt macht. Oh, okay, ja, sehr gut. Ja, der Sanitäter in der Not, der Alkohol. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, das Auto zu schieben. Ich meine, wir können es ja abschließen und es kam jetzt eh niemand vorbei, aber ich denke, wir haben so oder so keine Wahl. Also, wir müssen zur nächsten Stadt laufen und dann ein Telegramm zum Gerald schicken. Sonst Ich würde haben mich wir ja gerne noch nichts. mal, also wir stehen ja jetzt auf der Straße Genau. und ich würde mich gerne umsehen, Ja, also ihr ob. seid ja durch diesen Wald gefahren, nicht? In dem Ja. sozusagen James, Millie und Fink dich, Hans, sozusagen gefunden haben. Und der Wald, in dem Augenblick sozusagen, wo das Auto da stehen geblieben ist, lichtet sich auch schon ein bisschen. Und durch die Bäume seht ihr sozusagen in, ich sag mal so in 50, naja, eher so 150 Meter Entfernung, seht ihr sozusagen ein Haus, tatsächlich ein Landhaus. Okay. Ah, seht mal da drüben. Da ist irgendwie so eine Art Landsitz oder Farm, wer weiß. Vielleicht können wir da mal fragen, ob wir ein bisschen Benzin haben können. Das ist ein echt glücklicher Zufall. Ich meine, vielleicht haben die sogar ein Telefon. Ist zwar unwahrscheinlich, aber nicht völlig unmöglich. Dann könnten wir Gerald anrufen und die Sache erklären. Fabelhaft. Tun Ja, wir dies. James, dann würde ich deinen Vorschlag nochmal annehmen, das Auto, wenigstens diese 150, 200 Meter zu dem Haus zu schieben. Und deswegen setze ich mich rein und erkläre das den Leuten. Und ja, einer muss die Kupplung drücken, sonst schiebt sich das Auto keinen Zentimeter. Ja, Los! okay, ich schieb mit. Ich mach die Türen für die Ich Leute bin nicht auf. besonders stark. Ich Ah, meine schiebe Verletzung. mit. Also ich Ah, schiebe auch mit. ich schieb auch mit, aber erwartet nicht zu viel. Ich versuche nebenbei nochmal das Auto zu starten, weil wir jetzt ja ein kleines bisschen Bewegung sind. Ja, ihr leider stottert es weiter. Uff. Okay. Ja, dann drücke ich weiter die Kupplung, damit wir entspannt rollen können. Genau, also ihr rollt sozusagen das Auto Richtung Haus, wenn ich das richtig verstanden habe, ja? Ja. Ja. Okay. Also ihr kommt dem Haus langsam näher. Und Moment, Moment, Moment. Ich beschreibe euch das mal kurz. Also ihr seht sozusagen
Ihr kommt sozusagen zu so einer Art relativ runden Weg, der einmal um dieses Haus rumführt. An diesem Weg sind sozusagen, also dieser Weg geht sozusagen, wenn ihr jetzt den Weg weiter geradeaus fahren würdet, dann mündet der in so einen Kiesweg und dieser Kiesweg wird von so Hecken gesäumt und führt dann zum Eingang zu so einer Veranda und dann zum Eingang von diesem Landhaus. Gleichzeitig geht aber vom Kiesweg sozusagen, also vor dem Kiesweg geht die Straße sozusagen nach links und rechts ab und geht zu so einem Kreis und an diesem Kreis stehen noch so ein paar kleinere Gebäude, sozusagen, ja, also ein bisschen größeres, ein paar kleinere. Und dieser Kreis umsäumt sozusagen den gesamten Garten von diesem Haus. Also es ist wirklich ein relativ großes Anwesen jetzt, wo ihr so näher kommt. Und ihr seid jetzt sozusagen mit diesem Auto, müsstet ihr allerdings einmal kombinierte Stärkeproben einmal machen, ob ihr das schafft. Wer sitzt drin im Ich Auto? sitze drin. Du sitzt drin, da müssten, warte mal, wie gehen denn nochmal kombinierte Proben? Das muss ich einmal kurz nachgucken. Lass mich mal kurz gucken. Kombiniere, kombiniere. Hey, Power ist so eine Art Mana. Ich glaube, wir Oder jeder müssten würfelt und wir teilen es durch Strength drei. Check machen. kombinierte Proben. Genau, Power ist Mana. Und Strength ist Strength, sozusagen Stärke, aber ich muss jetzt einmal Aber es muss gucken, ja wie eh. das. Ja, hab's gerade gecheckt, sorry. Ich muss einmal gucken, wie das funktioniert mit den kombinierten Proben. Das habe ich jetzt nicht. In bestimmten Situationen kann Spieler eine Probe mehr Fähigkeiten als. Nee, das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Also. Wie geht das nochmal, wenn mehrere Leute eine Sache machen wollen? Sollen wir einfach alle unseren Stärkewert addieren und den Mittelwert bilden und dann aus unserem Nee, Gewürfelten auch den nee, Mittelwert nee, bilden oder das ist sowas? es. Lass mich mal kurz, das ist es nicht. Es war relativ einfach. Warte mal. Stärke. 25, 26. Jetzt noch einmal proben. Proben mit mehreren beteiligten Personen. 82, da ist es doch. Proben mit mehreren Beteiligten unter gewissen Bedingungen können zwei oder mehr Investigatoren zusammenarbeiten. Bla bla bla. Die hier aufgeführten Beispiele sind lediglich jetzt bei Tätigkeiten, denen. Die Grenzen körperlichen Leistungsvermögens soll man jetzt hier nachgucken. Sorry, es ist jetzt ein bisschen. Es tut mir leid. Ich gebe mir Mühe. Grenzen körperlichen Leistungsvermögens rein. Hier. Stress. Und Hans, wie war die Hochzeit? Ja, sehr schöne Zeremonie. Ja, ich freue mich auch für die beiden, die passen wunderbar zusammen. Aus Ah, dieser Verbindung okay. werden mit. Leute, ich hab's raus. Ich hab's raus. Okay, also es ist so, dass ihr jetzt sozusagen das Auto hat ein Gewicht von ungefähr 200, also eine Stärke von 200, die man braucht dafür. Wenn ihr jetzt das zusammen macht, müsstet ihr alle eure Stärke sozusagen subtrahieren vom Auto, bis es ein Wert ist, den man prinzipiell schaffen kann. Dazu müssten am besten Hans und James müssten sozusagen ihre, sagen wir mal 150, weil sonst ist es auch nicht machbar. Wir Steht ja sagen, auch auf Rädern. es steht auf Rädern, genau, ihr müsst es ja nicht anheben. Also ihr zieht,
sozusagen könnt ihr Stärke von 60 habt ihr beide, James und Hans. Wenn ihr Soll ich nicht nicht beide, mitmachen? na doch, einer muss ja noch die Probe ablegen. Also entweder So. Hans und James ziehen 120 von 150 ab, dann müsstest du eine normale Probe machen. Oder Hans und Millie ziehen 105 davon ab, dann müsstest du aber auch nur, also eigentlich zwei von euch müssen sozusagen das abziehen und einer muss dann auf den restlichen Wert mit seinem Wert eine Probe machen. Okay. Ja, ich ziehe ab, einfach mit meinen 60. Genau, dann sind es noch 90. Wie stark sind Sie denn, Mrs. Millie? Ich habe nur 45, also ich bin nicht sehr stark. Sie sind 45. Okay. Habe 45 als Stärkewert. Bin 24. Okay. Ja, ich würde auch abziehen, glaube ich. Gut, dann sind wir bei einem Wert von 30 und dann muss Millie eine normale Probe auf Stärke machen. Ich lege jetzt einfach doppelt auf Genau. meinen. Okay, drückt mir die Daumen. Geklappt. Ja. Super. Also, ihr schiebt sozusagen das Auto hoch und seid jetzt sozusagen an dieser Kieswegmündung. Ja. Ich würde jetzt so ein bisschen meine Haare zurechtdrücken und so, weil es ja gerade anstrengend war und wir jetzt in ein vornehmes Haus gehen. Wird den Schwung so ein bisschen mitnehmen und das Auto so platzieren, dass es nicht im Weg steht, vielleicht? Also so, dass es um so eine Ecke steht, dass es auch vielleicht nicht direkt von der Straße gesehen wird. Ist das okay? Kommuniziere ich das mit meinem Team? Ich würde mit dem Bauch halten. Okay. Mann, jetzt so ein kleines Stückchen noch hier um die Ecke, genau. Sag mal, James, hast du eigentlich mit einem Kopfdoktor mal gesprochen? Nee, habe ich Weil, nicht. ich meine, deine Wunde ist komplett verheilt, hat doch der Arzt gesagt. Vielleicht ist es eher was Mentales. Ja, vielleicht sollte ich das machen, aber Damit der kam er doch schon Schmerz her. ist real. Vielleicht haben die Ärzte gepfuscht. Vielleicht sieht man Doch es nicht zwar noch nicht, ein. aber unter der Oberfläche, vielleicht brodelt es da. Mann, ist doch Oha. klar, dass da jetzt von Anfang an nicht alles okay ist. Siehst doch mal, Chance, du hast ein zweites Leben gekriegt. So, da ist so ein bisschen Leid doch verkraftbar, oder, James? Und dann klopfe ich ihm auf die Schulter. Ja, ich würde noch mal zwicken. Au! Du Schwein, was soll das? Ja, okay. Kann losgehen. Ich bin bereit. Ich hole meinen Schminkspiegel raus und guck noch mal, ob ich okay aussehe, weil das Haus ja schon echt schick aussieht und ich versuche, einen guten Eindruck zu machen, damit wir die Sachen bekommen, die wir haben wollen. Ja, das gelingt ja auch. Wartet mal, ich gebe euch mal kurz eine Übersicht. Die muss ich nur einmal hier mir hier reinholen. Warum geht das nicht? Scheiße. Nochmal. Oh, Jonathan, kann ich mir eigentlich auch so ein Kästchen anklicken? Stärk? Ah, nee, Nee, das geht nur bei anderen Skills, Stärke ne? kann man nicht verbessern. Okay. Warum geht das jetzt nicht? Ach, wahrscheinlich, weil ich das hier. Nee, nee, das ist es nicht. Das ist blöd. Wenn ich darf, würde ich mich auch mal so umschauen, ob es irgendwas gibt, wo ich das Gefühl habe, das sieht aber interessant aus, wenn nicht sogar wertvoll. Warte mal. Also jetzt direkt siehst du nichts. Also siehst jetzt keine Gegenstände. Ist halt ein Garten, ja, aber da sind jetzt nicht irgendwelche Gartengegenstände, muss man ehrlicherweise sagen. Okay. So, das hat geklappt. Leider ist es immer noch so, wie es vorher war. Ich wollte euch das eigentlich schön rotieren, aber ihr müsst es jetzt leider einmal so nehmen, wie es ist. Wartet mal, bitte. Das ist jetzt alles ein bisschen, dauert Dann jetzt kann ich hier. mir noch fix was in mein Becherchen eingießen hier. Jetzt der So. Charakter oder der Spieler? Der Spieler.
So, ich werde euch jetzt mal. Kann ich hier nicht malen? Ja, kann ich, muss hier mal was malen. Ja, Hans, geile Hütte hier, aber die Fenster will ihr nicht putzen wollen. Ich Lasst war ja an. mal Fensterputzer. Das ist eigentlich ein ganz angenehmer Beruf. Aber hast du dir die Größe mal angesehen? Da musst du ja auf einer Leiter stehen, wenn du schon auf dem Sims stehst, um die oberen Hälften der Fenster überhaupt zu erreichen. Ja, macht doch Spaß. Na, ich weiß ja nicht. Also dann muss ich schon So, sagen. ihr seht sozusagen die Übersicht in der Karte, die ich euch jetzt bei Images geteilt habe. Die müsstet ihr, Hausumgebung. ja, Hausumgebung, genau. Konntet ihr das alle euch angucken? Ja. Ja, gut. Ist da was Blaues? Der, genau, das Blaue, das habe ich gemacht, damit ihr Ja, jetzt ja. nicht das lesen könnt, was da steht. Aber ansonsten ist sozusagen, könnt ihr euch das alles so angucken. Ja, ihr könnt, was macht ihr denn jetzt? Ihr steht jetzt mit eurem Auto unten sozusagen kurz neben dieser Mündung sozusagen, da wo der Kiesweg ist. Ja, dann gehen wir mal klopfen, oder? Halte ich für eine gute Idee. Ja, da komme ich doch auch mit. Mal Gut. sehen, was das für Menschen sind, die hier in so einem Anwesen leben. Also, ihr klopft an der relativ, ja, prunkvollen Tür dieses Landhauses und während ihr sozusagen oder nachdem ihr geklopft habt, hört ihr von innen so ein Rufen. Bitte kommen Sie herein. Ich bin gegenwärtig nicht abkömmlich. Es ist sozusagen ein bisschen dumpf, kommt von hinter der Tür. Es klingt so ein bisschen, als ob jemand hinter der Tür steht. Also nicht direkt hinter der Tür, sondern irgendwo in einem Raum hinter der Tür. Klingt die Stimme alt? Die Stimme klingt relativ alt. Ja, dann gehe ich als, also würde ich vorlaufen zur Tür. Ich bin ja ein Gentleman sozusagen und die Tür für meine Begleiter öffnen und schon mal hereintreten. Ja, also es ist eine doppelte Vordertür und die hat Einsätze aus Buntglas im Stile des Art Deco. Ihr geht in eine Eingangshalle mit Fußbodendielen aus Mahagoni und die sind schon ein bisschen abgenutzt. An den Wänden dieser Eingangshalle seht ihr relativ große Gemälde und auf dem Gemälde seht ihr, dass das Gemälde alles von Gemälde sind von der Landschaft oder den Landschaften, durch die ihr sozusagen gekommen seid. Das heißt, das ist offensichtlich ein regionaler Freund oder ein Freund der regionalen Landschaft. Ja, wir sind sozusagen von der Eingangshalle, das muss ich jetzt einmal gucken, gehen auch einige Türen ab. Gebt mir mal eine Sekunde. Genau, hier ist das Erdgeschoss. Warum? Achso, das ist das. Moment. Genau, da kommt ihr also rein. In der Eingangshalle führt auch eine Treppe nach oben ins Obergeschoss. Und neben dieser Treppe seht ihr einen Mann. Und dieser Mann, den zeige ich euch einmal. Den könnt ihr jetzt anklicken. Der sieht ungefähr so aus, wie ich ihn euch da geteilt habe. Und der scheint in diesem Anzug dort an der Lampe zu hantieren. Er steht also auf einer Trittleiter und arbeitet gerade sozusagen an der Lampe dieser Eingangshalle neben der Treppe. Sieht er aus wie der Besitzer des Hauses oder wie ein Mitarbeiter des Er Hauses? sieht eher wie ein Mitarbeiter des Hauses aus. Ich würde gerne mich so ein bisschen umgucken. Also im Sinne von, ist alles noch, sieht es so aus, als würde hier gerade jetzt eine reiche Person wohnen? Oder sieht es eher so aus, als hätte hier mal eine reiche Person gewohnt, die aber immer ärmer wurde und jetzt ist es Es irgendwie nur noch so? sieht schon, also so auf den ersten Okay. Blick sieht es so aus, als ob sozusagen hier eine relativ reiche Person gewohnt hat. Moment, ich gucke nochmal in den Raum. Das ist so leider so ein Pen and Paper, wo ich so ein bisschen hin und her blättern muss. Deswegen kann das hin und wieder ein bisschen dauern. Nö, also es sieht eigentlich alles relativ prunkvoll aus. Der Mann dort arbeitet sozusagen gerade an einem wirklich eindrucksvollen Kronleuchter. Und ja, genau. Ja, dann würde ich doch mal mich,
also weiß ich nicht, würde ich noch mal einen Schritt auf ihn zugehen und sagen, der Wand ist noch ein hallo? Telefon, das ist noch wichtig. Und Ah ja, danke. mehrere Türen. Ja. Gibt es da Wachhunde auch noch, oder? Es gibt auf den ersten Blick keine Wachhunde. Gut. Sieht es so aus, als würden noch mehr Personen, also höre ich andere Personen? Du hörst keine anderen Personen. Du kannst aber mal auf Horchen klicken, wenn du möchtest. Okay. Wo ist das Horchen? Da. Neben Anthropologie. Hast du geschafft. Also du hörst keine anderen Personen. Und sonst auch nichts Auffälliges. Aber ich wollte ja auch nur Nö, Personen hören, ja. nö. Okay, also ich würde rufen. Hast du Hallo, Entschuldigung. Horchen schon angeklickt? Du hast ja jetzt einen Success Ah, gehabt. stimmt. Stimmt, ja, nee, das habe ich nicht getan. Danke. Okay. Ja, guten Tag. Vielen Dank. Also, ja. Mein Name ist Mr. Linwood. Ich bin sozusagen der Diener dieses Anwesens vom geschätzten Mr. Wayland. Er sollte auch in wenigen Augenblicken runterkommen. Was verschlägt Sie in diese Gegend, meine Dame, meine Herren? Er schraubt noch so ein bisschen rum an der Lampe, geht dann runter, geht zur Wand an den Lichtschalter, klickt den Lichtschalter an und jetzt erstrahlt der ganze Raum in einem hellen Licht von dem Kronleuchter, von der Decke. Er scheint Oh. sichtlich zufrieden zu sein mit sich. Wir sind nur auf der Durchreise. Unser Wagen ist stehen geblieben. Ach, Ihr Wagen ist stehen geblieben. Nun, da haben Sie sich ja einen wirklich schlechten Ort ausgesucht. Ich meine, unser Anwesen ist leider relativ weit weg von jeglicher Zivilisation. Aber immerhin ist Ja. es direkt in der Natur. Und die Hausbesitzer freuen sich auch jedes Mal über diese wunderschöne Gegend. Ja, es ist auch Hübsch ist es wirklich hier. wunderschön hier, aber könnten wir vielleicht ganz kurz Ihr Telefon. Moment. Was? Jemand eine Nummer? Ah, in den 20ern konnte man da bei so einer Stelle anrufen und dann wurde man weiterverbunden, oder? Man musste gar nicht unbedingt die Telefonnummer von jemandem wissen. Genau. Du gehst sozusagen, Okay, musst also jetzt runter. dann würde ich jetzt nochmal den Mr. Linwood fragen. Wäre es vielleicht möglich, dass wir Ihr Telefon ganz kurz benutzen. Wir sind in einer wirklich unglücklichen Lage. Nun, mit Sicherheit. Ich würde Sie bitten, kurz zu warten, bis ich Mr. Wayland von Ihrem Erscheinen hier unterrichte. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass die Benutzung des Telefons ein Problem darstellt. Ich muss Sie allerdings warnen. Wir sind wirklich weit weg und es ist so, dass wir kriegen hier nur einmal im Monat eine Lieferung von Waren, die wir zum täglichen Essen benötigen und für den Verbrauch. Und ich bezweifle, dass wir relativ schnell für Ihren gebliebenen Wagen eine Lösung finden werden. Aber wir können das auf jeden Fall versuchen. Ich werde nur kurz Mr. Wayland holen. Mr. Linwood, in allen Ehren, ich will Ihnen keine Umstände machen. Haben Sie hier irgendwo einen Kanister rumstehen? Wir sind schon wieder weg. Wir haben auch nicht die Zeit. Nun, mit Sicherheit. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir Benzin dort haben, weil ich kann mich kaum erinnern. Wir haben zwar, Mr. Wayland hat natürlich einen Wagen, ein Automobil, aber ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir den das letzte Mal benutzt haben. Wenn Sie möchten, können wir darüber sprechen, sobald ich Sie Mr. Wayland vorgestellt habe und seiner Tochter. Ist klar, mein Name ist James Potter. Hi. Guten Tag, Mr. Poller. Ja, Fink Veit, entschuldigen Sie meine Unhöflichkeit. Guten Ja, Tag, Mr. dann Veit. würde ich sagen, warten wir hier. Ja, wir warten hier. Ja, also ihr setzt euch in die Eingangshalle, dort sind auch einige Stühle. Dort könnt ihr euch sozusagen hinsetzen. Leute, bitte klaut jetzt nicht direkt was. Lasst uns erstmal gucken, ob wir hier wegkommen, Sagst du das okay? jetzt in Anwesenheit von dem Herrn Linwood? Ich dachte, der ist schon gegangen. Ich Nein, der ist noch nicht gegangen. dann flüstere ich es zu den anderen. Okay. Ja. Ich sage, hier klaut niemand was. Ich würde mich umschauen, ob ich was Wertvolles sehe. Mr. Linwood runzelt ein wenig die Stirn. Auf jeden Fall, du siehst eine Menge. Warte mal. Also die Eingangshalle ist jetzt nicht so extrem riesig, ja. Aber du siehst diesen prunkvollen Kronleuchter, du siehst die prunkvollen Gemälde. Also die Gemälde und der Kronleuchter haben definitiv Wert.
Ja. Aber jetzt auf die Schnelle, wo ich das Gefühl habe, okay, hier Ja, du passt kannst mal jetzt niemand direkt. Verborgenes, du kannst mal Verborgenes erkennen würfeln. Bitte seien Sie verborgen. Verborgenes Erkennen habe ich irgendwo zu stehen, aber ich sehe es nicht. Schleichen, nee. Ganz Spuren lesen. rechts Verborgenes ist dritte Erkennen. Kolonne. Oh, da bin ich gut. Ja, das hast du Uiuiuiui. geschafft. Also du siehst, während du dir den Kronleuchter anguckst, dass dort einige Drähte relativ lose oben vom Kronleuchter runterhängen. Was irgendwie nicht so richtig in die Szenerie dieses wunderschönen Kronleuchters passt. Aber ansonsten fällt dir nichts auf. Und mit meinem geschulten Auge habe ich das Gefühl, ich könnte da was hinwerfen und dann fällt vielleicht irgendwas runter davon. Von den Könnte ich Drähten. irgendwie. Also was an den Drähten dranhängt. Nee, die Drähte Oder. hängen sozusagen, also da, es gibt eine Verbindung zwischen Lampe und Stromnetz. Und in dieser Verbindung sind sozusagen einige Drähte so abgezweigt und sind so lose. Ja, aber So, die hängen da, okay. also die sind jetzt nicht, die kannst du nicht runter. Okay, gut. Das war's schon. Nach wenigen Augenblicken kommt tatsächlich auch schon jemand die Treppe herab. Herr Linwood wollte gerade losgehen und den Hausbesitzer holen, aber scheinbar hat der Hausbesitzer euch schon gehört. Und die Treppe herab kommt folgende Person, die ich euch natürlich sofort zeige. Gebt mir einen kurzen Augenblick. Diese Person. Ah, guten Tag, meine Damen, meine Herren. Was verschafft mir die Ehre? Mein Name ist Augustus Wayland. Ich bin der Besitzer dieses bescheidenen Anwesens. Bin auch Also. dabei, mir das. Wir sind leider liegen geblieben mit dem Auto und hätten gern die Möglichkeit zu telefonieren oder einen Kanister Benzin, Oh, um. Mensch, was für ein Pech, hier in dieser Gegend ausgerechnet liegen zu bleiben. Also, ihr seht, also ein relativ stämmig gebaut, oder also nicht stämmig, sondern er ist sozusagen überdurchschnittlich groß, einen großen Mann, hat einen gut geschneiderten Maßanzug samt Taschenuhr und Kette, die aus seiner Westentasche hängt. Er scheint selbstsicher zu sein, aber auch durchaus höflich. Das tut mir leid. Nein, mit Sicherheit können Sie unser Telefon benutzen. Ich bezweifle aber, dass das relativ schnell geht. Wenn wir hier Probleme haben mit irgendwelchen mechanischen Dingen oder wenn wir hier zum Beispiel Vorräte brauchen, dann müssen wir das meistens immer eine Woche vorher ankündigen. Ist aber kein Problem. Wenn Sie möchten, können Sie gerne heute Abend hier bleiben. Wir haben auch heute Abend sowieso ein Fest in diesem Anwesen geplant. Deswegen ist das nicht schlimm, wenn einige Gäste mehr uns hier besuchen. Ja, was ist denn der Anlass? Hallo, mein Name ist James Potter. Guten Tag. Der Anlass, guten Tag, Mr. Potter. Der Anlass ist die Arbeit meiner Tochter. Die Arbeit meiner Tochter kommt nun nach, ja, man kann sagen, jahrelangen Studien zu einem Höhepunkt und wir haben eine Dinnergesellschaft geplant, um das zu feiern. Sie werden heute Abend mit Sicherheit mehr dazu erfahren. Und sobald er das Ja. sagt, kommt auch schon eine neue Gestalt in den Raum und zwar durch eine Seitentür der Eingangshalle. Und ihr seht eine relativ junge Dame. Schätzt sie so ungefähr auf Mitte 30. Sie sieht wunderschön aus und anmutig mit langem blonden Haar, das zu einem losen, etwas unordentlichen Haarknoten gedreht wurde. Sie trägt allerdings komplett schwarze Kleidung. Und diese Frau sieht aus. So, lasst mich mal kurz gucken, dass ich das nicht falsch mache. Nee. So, und wenn sie reinkommt, sagt sozusagen Mr. Wayland, ach, schön, da ist sie ja schon. Das darf ich Ihnen vorstellen. Das ist meine geliebte Tochter Veronika, der Star des heutigen Abends. Und Veronika lächelt zu ihrem Vater hoch und stellt sich auch vor. Guten Tag, mein Name ist Veronika Wayland. Schön, dass Sie auch kommen und uns besuchen. Ich würde gern direkt vortreten, so zu ihr hin, Ja. praktisch, und mich vorstellen. Oh, hallo, mein Name ist Hans Sprungfeld und ich bin äußerst erfreut,
eure Bekanntschaft zu machen. Sehr erfreut, Mr. Sprungfeld. Und sie schüttelt deine Hand. Mir ist gar nicht bewusst gewesen, dass auch hier auf dem Land solche außerordentlichen Schönheiten zugegen sind. Mr. Sprungfeld, Sie schmeicheln mir, aber warten Sie doch bis heute Abend, denn dann kann ich Ihnen nicht nur mein Äußeres, sondern auch meine Arbeit zeigen. Würde ihn ein bisschen zurückzuppeln, weil ich das unangenehm finde und werde sagen, also ja, werde ihn da zurechtweisen. Hallo, ich bin Fink Veit. Ich freue mich natürlich auch, Ihre Bekanntschaft zu machen. Guten Tag, Mr. Aber, Veit. Ich habe halb mitgehört, dass Ihr Auto liegen geblieben ist. Ist das korrekt? Das ist korrekt, genau. Und eigentlich, der Anlass ist fabelhaft. Ich gratuliere Ihnen. Aber wir müssen schnell weiter und haben eigentlich nicht die Zeit, hier zu nächtigen. Das verstehe ich. Sie wollen bestimmt das Telefon benutzen. Am liebsten wäre es mir, wenn ich die Möglichkeit hätte, einfach Sprit in mein Auto zu tanken und schon wäre ich weg. Nun, wir können gerne in der Garage nachsehen, ob wir noch etwas Benzin hier haben. Aber ehrlich gesagt kann ich mich gar nicht daran erinnern, wann wir das letzte Mal mit dem Auto gefahren sind. Ist es vielleicht möglich, einen Ihrer Freunde, Ihrer geschätzten Kollegen oder... ja, Partygäste nenne ich es mal, zu fragen. Ich bin mir nicht sicher, ob die, ehrlich gesagt, sie haben mit Sicherheit Telefonanschlüsse, aber ich besitze keine der Nummern und auch die, ich kann es nicht genau sagen, ob wir die erreichen. Wäre es denn wirklich so furchtbar, wie wenn über Nacht hier bleiben würden. Ich meine, seht euch um. Das ist ein ganz fantastisches, wunderschön eingerichtetes Haus. Die Gesellschaft ist très magnifique. Naja, wir haben einen Auftrag und ich würde jetzt meine Stimme leisern. Also ich würde leiser sprechen. Wir werden im Gefängnis landen, wenn wir morgen das Auto nicht zurückbringen. Ach, und ich? Papalapap, ich bin mir sicher, dass wem auch immer das Auto gehört, dass der auch mit sich reden lassen würde. Ich meine, da können wir ja nichts dafür. Dass Hans, du steckst nicht mit drin, genau, du kannst nichts dafür. Ich würde die Memo, also es ist ja ein Brief, oder? Also den würde ich einfach zeigen, Hans. Hier, da steht drin. Lies dir durch, was da steht. Oh. Na gut, ich meine, das klingt schon nicht nach Spaß, sage ich jetzt mal. Das klingt nach Gefängnis, genau. Hans, dann bleib du doch hier. Ich meine, es ist doch sicherlich egal, ob nun vier Leute oder ob du hier bleibst. Wir müssen weiter. Und vielleicht kannst du ja auch mit einem der anderen Partygäste weitergenommen werden. Ich weiß nicht, ich denke, dass ich mit euch wahrscheinlich die besten Chancen habe, an meinem Zielort anzukommen. Was für Optionen bleiben uns denn sonst noch übrig? Naja, wir könnten jetzt erstmal als einen der Punkte wie hieß er nochmal, Gerald Fraser anrufen und ihm unsere Situation erklären. Vielleicht gewährt er uns ja noch ein paar Tage, dann können wir nochmal durchatmen. Du hast doch gehört, das Telefon funktioniert schlecht. Aber ja, dann wollen wir uns kurz draußen besprechen, dass wir nicht die ganze Zeit vor unseren möglichen Gästen stehen, dass wir Mr. und Mrs. Wayland nicht auf die haben. Mrs. Ich dachte, wir sind die Gäste. Ja, du weißt, was ich meine. Wollen wir kurz rausgehen oder wollen wir das vor denen klären? Nee, lass uns kurz rausgehen. Bevor ihr rausgehen könnt, kommt noch eine weitere Person auf einmal in den Raum. Oh, wir haben Gäste, Mensch, was für eine Aufregung. Ich dachte, die Gäste kommen erst heute Abend. Und eine Frau kommt rein in den Raum. Sie ist schon ein bisschen älter als die Veronica. Es handelt sich hierbei um Moment. Eine in traditionelle Hausmädchenuniform gekleidete Frau, groß und drahtig, mit lockigem schwarzen Haar
und dieses lockige schwarze Haar ist in einem ordentlichen Haarknoten zusammengebunden. Sie lächelt euch die ganze Zeit an und gleichzeitig ist sie aber auch ein bisschen irritiert und schaut zu Mr. Wayland. Mr. Wayland, ich dachte, es würde noch dauern, bis die Gäste kommen. Und Mr. Wayland sagt zu ihr: Nun, das sind noch gar nicht unsere Gäste, beziehungsweise sind es jetzt unsere Gäste. Die verehrten Herrschaften haben leider eine Panne mit ihrem Auto gehabt und müssen nun vermutlich die Nacht in unserem Haus verbringen. Oh, das ist ja schön, dass wir noch weitere Gäste haben. Ich muss kurz etwas vorbereiten. Und schon huscht diese Frau wieder aus dem Raum, kommt aber dann gleich wieder rein und sagt: Entschuldigung, ich vergesse meine Manieren. Werte Herrschaften, mein Name ist natürlich Mrs. Linwood. Meinen Mann haben Sie ja schon kennengelernt und auch die Herrschaften unseres Hauses. Möchten Sie denn etwas zu trinken haben? Und ihr seht diese Frau. Was haben Nein, Sie denn? danke. Was haben Sie denn Feines? Und ich Nun, was möchten zwinker Sie ihr denn ein gerne bisschen. haben? Wir haben eigentlich alles. Wir haben so viele Vorräte hier im Haus. Alles, was Sie möchten. Haben Sie denn was man nicht in einem normalen Laden findet? Und ich zwinker ihr dabei zu. Was meinen Sie genau, Mister? An was für den Kopf, was fürs Herz, was für die Sinne. Sie verstehen schon. Ich bin mir nicht sicher. Also ich denke nicht. Bringen Sie mir einfach den teuersten Fusel, den Sie haben. Nun, Nicht schlimm. ich weiß nicht, ob wir sowas im Haus haben. Okay. Nun, wenn Sie unbedingt möchten, ich kann nachgucken. Wir können auch zusammen gehen. Nein, nein, das wird nicht Okay. nötig sein. Lassen Sie mich das nur tun. Ich versuche etwas für Sie zu finden. Und sie Vielen Dank, eilt vielen aus dem Dank. Haus und du aus dem Zimmer und du meinst, also siehst, dass sie durchaus extrem verwirrt ist und du meinst so in dem Augenwinkel so eine Träne zu sehen von ihr. Ah, scheinbar haben wir ja auch keinen Suff. Es gibt wirklich keinen Grund, hier zu bleiben. Nun ja, ein, zwei Gründe würden mir da schon einfallen. Kurze Frage, stehen wir jetzt schon draußen? Wie? Nee, ihr seid noch nicht nach draußen gegangen. Dann gehen wir eben erstmal, oder? Entschuldigen Sie, Mr. Linwood, ich will Sie nicht verärgern, aber ich würde das gerne mit meiner Truppe draußen besprechen. Mit Sicherheit, nehmen Sie sich alle Zeit, die Sie wollen. Dann lächle ich zu und drehe mich um und gehe raus. Ich komme mit. Ich hänge mich dazu, ja. Wir gehen zum Auto, oder? Also wir treffen uns, wir stehen um das Auto herum. Ja, so weit brauchen wir ja gar nicht gehen, oder? Ja, Sehe ist ich doch das egal. Auto, Ist wenn ich egal, ich komme rausgehe? einfach mit. Du siehst das Auto, wenn du rausgehst, ja. Und ich habe es auch abgeschlossen, oder? Das würde ich Ich denke, du hast gern. es abgeschlossen, ja. Das würde ich checken gehen, ob ich das abschließe und abschließen. Okay, Was dann meint schließt ihr, du es nochmal Sand? ab. Du hast es eigentlich nicht abgeschlossen, du hast es ja nicht gesagt, aber du hast es jetzt abgeschlossen, ja. Okay. Was meint ihr, sahen die Leute belesen aus? Vielleicht kennen die sich ja mit okkulten Sachen aus, obwohl eigentlich. Ja. Oh, damit würde ich noch warten. Also ich würde zuerst versuchen, näher kennenzulernen. Aber vor allem sollten wir jetzt mal gerade klären, wie geht's jetzt weiter? Also uns wurde angeboten, dass wir mal in der Garage nachschauen können und das sollten wir auch tun. Aber meint ihr, es ist auch sinnvoll, Mr. Gerald Fraser anzurufen? Da Wenn bringt es es dir klappt, nichts. halte ich das für sinnvoll, ja. Scheinbar ist dieses Telefon Schrott, oder ich weiß es doch nicht. Ihr könnt es gern versuchen. Ich halte von diesen Dingern nicht viel. Nun, Okay, dann telefoniere ich und ihr kümmert euch um das Benzin. ich komme mit zum Telefon und Okay. naja, nur damit wir nicht ganz alleine hier herumlaufen müssen, beschäftige mich ein bisschen mit den Hausherren. Ich würde ums Haus laufen und nach einem Auto Ausschau halten. Du siehst, also du willst jetzt den runden Weg sozusagen einmal abgehen, Ja, genau. ja? Also Also ich macht werde. ihr jetzt alle dasselbe, weil das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden. Also Nee. ich gehe zum Telefon sozusagen. Ihr geht wieder rein zum Telefon und Kilian möchte gerne einmal ums Haus gehen sozusagen. Ja. Gut. Wer möchte denn als erstes? Weil das müssen wir dann getrennt machen. Ich glaube, das Telefon-Ding ist
geht schneller, oder? Also keine Ahnung, oder bei so Ja, einem ich Weg denke auch. läuft. Entweder es funktioniert halt oder nicht. Ja. Aber ja. Gut, dann machen wir erstmal das. Und was machst du, Florian? Hans? Ja, ich gehe mit rein. Ihr geht also zu dritt rein. Und der Einzige, der ums Haus geht, ist Kilian. Also Ich Tim. gehe mit Kia mit Du gehst zur auch mit. Garage. Okay. Ja. Dann gehe ich jetzt erstmal runter und wir telefonieren jetzt erstmal. Ja. Warte mal, es geht gar nicht. Warum geht denn das nicht? Warum kann ich hier nicht rein? Ich kann hier jetzt gar nicht. Wie kann ich mir auf. Warum? Was ist hier los? Zu Gaming jetzt rein, oder wie? Ja. Oder nicht? Ja, eigentlich mit Doppelklick normalerweise. Ups. Hört ihr mich? Hallo? Hört ihr mich? Ja. Ja, irgendwie ist gerade. Hat es gerade irgendwie mein Discord. Ich gehe nochmal raus und wieder rein. So, jetzt ist mein Discord leider kaputt gegangen, aber wir gucken mal, ob es jetzt besser geht. Nee. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Ich kann jetzt nicht mehr joinen. Das ist ja. Ach so, ich wette. Ah, okay. Ich habe meinen. So Leute, ich habe das Abenteuerbuch auf der Tastatur abgelegt. Und das hat offensichtlich dazu geführt, dass das nicht mehr so funktioniert hat, alles wie es. Gut, ich gehe jetzt runter mit den Leuten, die gerne telefonieren wollen. Auf Gaming klicke ich Ja. jetzt. So. Warte, wir müssen noch auf. Ah ja. Also, Millie, Miles und der gute Hans Sprungfeld gehen wieder zurück in die Eingangshalle. Dort wart ihr ja vor kurzem und die Eingangshalle ist mittlerweile ein bisschen leerer als vorher. Es bleiben nur noch Jeremiah Linwood und Augustus Wayland. Uff, Dort. ich kann meine Enttäuschung darüber kaum verbergen. Mr. Wayland oder beziehungsweise Mr. Linwood geht auf euch zu und fragt euch: Nun, möchten Sie unser Telefon nutzen? Ja, das wäre wirklich freundlich. Also, ihr geht also er zeigt euch das Telefon an der Wand, dort geht ihr sozusagen hin und könnt einmal telefonieren. Ich würde gerne Gerald Fraser anrufen. Du rufst die Vermittlung an. Die Vermittlung Genau, ja. braucht allerdings 10, 20 Minuten, um euch zu verbinden. Und schließlich hört ihr eine Männerstimme. Guten Tag, Sekretariat für Mr. Fraser. Ja, guten Tag, mein Name ist Millie Miles. Mr. Fraser hatte mir und meinen Freunden bezüglich eines Jobs ein Taxi geliehen, das wir bis morgen zurückbringen sollen. Jetzt ist es allerdings so, dass wir stehen geblieben sind. Oh. Es gab keinen Unfall, aber wahrscheinlich ist einfach der Sprit alle. Wir versuchen das zu regeln, aber es könnte eben sein, dass wir nicht pünktlich morgen das Auto vorbeibringen können. Wir sind aber auf dem Weg. In Ordnung, das kann ja mal passieren. Also ich denke nicht, dass es dort ein größeres Problem gibt. Ich werde Mr. Fraser selbstständig unterrichten, aber ich habe das nur notiert und wir erwarten Sie dann in den kommenden Tagen. Genau, es kann eben sein, dass es ein paar Tage dauert, weil die Strecke doch nicht zu kurz ist. Also. Ja, wir beeilen uns. In Ordnung. Miss Miles war das, richtig? Genau, Miss Miles, in Zusammenarbeit mit James Baudet und Fink Veit. In Ordnung, Miss Miles, ich habe das notiert. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Und was hat er gesagt? Er selber war gar nicht am Telefon, aber sein Assistent oder so meinte, dass das kein Problem ist. Also ich denke, dass es okay ist, wenn wir, also dass es nicht so schlimm ist, wenn wir bis morgen irgendwie hier bleiben. Na, siehst du, das habe ich doch gleich gesagt. Und jetzt steht ja auch einer Übernachtung im Hause Wayland nichts mehr im Wege. Genau, und Ja. während ihr das Ja. beredet,
Jetzt hat Gehen er wir jetzt jetzt 10, wieder 20 rüber. Minuten gedauert, deswegen würde ich jetzt einmal mit den anderen das spielen, was sie gemacht haben, weil ihr müsst ja vermittelt werden, deswegen. Charlotte, du müsstest wieder runter, weil du So, kriegst das ja so, nicht ich mit. dachte, okay, ja, Nee, warte oder kurz. der Du Gaming, auch. wir müssen Hans, halt müsste auch runter. runter. Gehen wir jetzt wieder runter? Du Dann muss ich gehst mit jetzt runter, Charlotte weil ich alleine bespiele treffen. es mit den anderen sozusagen in der Lobby. Okay. Ja, also, ihr seid also, seht noch, wie Millie und Hans sozusagen im Haus verschwinden. Ihr beide könnt jetzt euch um dieses Haus rumbewegen, wenn ihr das gerne möchtet. Zur Garage würde ich wollen. Ihr würdet gerne zur Garage. Wollt ihr vorher jemandem Bescheid sagen, dass ihr da hingeht, oder wollt ihr alleine gehen? Na, wie kam denn das für uns rüber? Also, ich habe das jetzt so wahrgenommen, wir können uns die Garage angucken. Ja, ich meine, es ist immer noch ein fremdes Haus, nicht? Also ihr habt jetzt. Also Also, alleine dahin wenn zu gehen, kann man ich würde machen. halt gern diesen Weg abgehen und wenn ich dann halt über ein Gebäude stolper, würde ich da schon von draußen erstmal checken wollen, was ist das? Welche Seite gehst du entlang? Also du bist jetzt vorne bei dem Kiesweg sozusagen. Muss ich kurz nochmal öffnen, warte. Hausumgebung. Wir gehen schon links rum, Links rum. oder? Marcel? Links rum. Also ihr kommt, geht links rum. Dort geht ihr sozusagen diese Hecke lang. Seht links von euch die tiefen Wälder zwischen Kingsport und Arkham. Mittlerweile ist es auch so 15, 16 Uhr, 15:30 Uhr. Schöne Nachmittagssonne. Und ihr kommt zu einem Gebäude. Dieses Gebäude, dieses größere, rechteckige Gebäude. Das scheint auf den ersten Blick die Garage zu sein, von der gesprochen wurde. Das ist ein umgebauter Stall, hat insgesamt drei Tore. Ja, und die Tore sind erstmal zu. Meinst du, hier ist ein Auto? Viel wichtiger ist, ob hier Benzin ist, ist die viel wichtigere Frage. Und ich würde mal gucken, ob ich das Schloss aufkriege. Klick mal auf Horchen, beide. Macht mal eine Probe auf Horchen. Horchen, wo steht's denn? Horchen da. Also, du hast es nicht geschafft und Mister. War das schon dein letzter Wurf, die 60 hier? Fink. Ja, genau, habe ich Okay, also gerade du hast es gemacht. geschafft, ja? Bevor Marcel, also bevor James sozusagen das Schloss anfassen kann, hört ihr von hinten schon Schritte kommen. Es sind nervöse Schritte von der Mrs. Linwood, die du ja nach einem Getränk gefragt hast. Und sie ruft dich dann auch: Mr. Veit, ich hab hier Ihr Getränk. Ich hoffe, es ist zu Ihrer Zufriedenheit. James, ja, was haben Sie denn da? Und ich laufe ihr mit einem verschmitzten Lächeln entgegen, als würde ich vertuschen wollen, was wir da gerade vorhaben. Ja, ich sehe, Sie haben die Garage bereits gefunden. Hier, bitteschön. Sie gibt dir also ein Glas, ein Weinglas, und dort ist auch, scheint, sozusagen ist so ein Rotwein drin. Ich würde mal dran riechen. Es riecht nach nichts. Und ein kleines Stückchen nehmen. Ja, also das scheint nicht wirklich Rotwein zu sein. Es schmeckt eher wie Wasser. Also du kannst das gar nicht so richtig einordnen. Würde es ein bisschen gequält runter ziehen und danke, vielen Dank. Ja, hat es Ihnen geschmeckt? Ich würde gerne das Fläschchen dazu sehen. Das ist. Eine Flasche, ja, nun, ich weiß gar nicht, ob ich die noch habe. Aber ich kann natürlich suchen. Mit Sicherheit.
Und sie ist schon wieder Ich würde in noch Tränen nah. hinterherrufen. Sie haben nichts dagegen, dass wir Nee, in der sie. Garage nach Benzin suchen, oder? Nun, wenn Sie möchten, kann ich Mr. Wayland fragen, ob er Ihnen den Schlüssel für die Garage holt. Kein Problem. Ich versuche nun, die Flasche zu holen. Und sie geht also wieder Okay. zurück zum Haus. Ja gut, dann würde ich James. sagen, gehen wir zur Garderobe, wie heißt denn das Ding? Foyer. Und warten dort, dass uns der Schlüssel gebracht wird, oder? Wird dir das Das halte Getränk ich erstmal am hinhalten? schlausten. Wir können ja auf dem Rückweg sein. Also wir Ich würde laufen dran dann. riechen Naja. am Getränk. Ja, du riechst auch nichts. Sag Riecht wie mal. Wasser. Ja, aber es schmeckt auch nach Wasser. Was ist das Aber für ein Humbug? sieht wie Wein aus. Ich verstehe es nicht. Kann ich trotzdem noch mal, ich bin ja erfahrener, schon sehr erfahrener Alkoholiker und Barbetreiber und habe ja schon natürlich einige Getränke getrunken in meinem Leben. Ja. Aber ich würde noch mal überlegen, ob ich darauf komme, vielleicht mit einem Idea-Wurf oder mit einem No-Wurf, ich weiß es nicht. Ob ich herausfinde, was das für ein, also was das für ein Getränk sein soll, dann meiner Hand. Ja, kannst du das mal machen? Auf Knowledge Ja, wenn oder du was? möchtest, also ich Ich weiß würde nicht, wie ich den sagen, anklicken Knowledge, kann, ja, weil das ist für mich eher Knowledge. da habe ich 25, glaube ich, aber es ist neben Education, ne? Soll ich da Das einfach auf. ist bei einfach auf Education. Das ist sozusagen eine Probe auf Education. Oh. Nee, Fail. das schaffst du nicht. Also das kannst du nicht sagen. Okay. Naja, nee, dann werde ich es, glaube ich, erstmal wegkippen und weiterlaufen. Gut, und bevor ihr zum Foyer kommt, kommt euch schon vom Haus her der Mr. Wayland entgegen. Mr. Veit, Mr. Podder, Sie möchten gerne in unserer Garage nach Benzin schauen. Das ist natürlich kein Problem. Wenn Sie möchten, zeige ich Ihnen die Garage. Ah ja, sehr freundlich. Also, er geht mit euch also zur Garage. Und, genau, schließt also die Tür auf. Mr. Potter, Sie sehen ein bisschen jünger aus als ich. Auf meine alten Tage schaffe ich es meistens nicht, die Garagentür aufzumachen. Wie gesagt, wir können auch, sind auch schon ewig nicht mehr gefahren. Meistens hakt die etwas. Könnten Sie mir einmal kurz helfen? Ja, ich würde mit dem Bauch halten und so gut es geht helfen. Genau, also er Kann ich das sehen und bittet nach dich. vorne treten und selbst, also dass ich versuche, die Tür zu öffnen? Ja, ihr könnt das beide versuchen. Und ein bisschen schwerfällig geht die Tür dann auch auf. Und ihr seht also eine Garage mit einem. Moment, das muss ich. Ach, das ist hier leider immer in so. Das ist ein bisschen blöd, weil das immer an zwei verschiedenen Stellen geschrieben ist. So. Ihr seht also drei Stellplätze in der Garage. Auf einem Stellplatz, also links, steht ein 1913er importierter Rolls-Royce. 4050. Als Autokenner fällt dir natürlich sofort auf, dass das das Vorgänger, also dass das Vorgängermodell des Silver Ghost ist, der aktuell benutzt wird. Und dann sind da noch ein paar Arbeitsbänke, Gestelle, Werkzeuge, Ersatzteile. Und auf einer dieser Sitzbänke seht ihr einen roten 7,5er Benzinkanister aus Zinn. Ich staune erstmal über das Auto und werde da mal drum rumlaufen, weil ich das einfach cool finde, den 1913er Rolls-Royce 550 mir anzusehen. Ja, das ist also ein ganz gut gepflegter, wunderbarer Wagen. Weiß ich, ja, es ist bestimmt, ja. Ich staune weiterhin über das Auto und ja, werfe auch einen Blick hinein, ob da, also nur durch die Fenster, ob da vielleicht auch was Benzinkanistermäßiges oder sowas. Was eigentlich gucke ich nur. In dem Auto selbst siehst du jetzt durch die Fenster keine Benzinkanister, nur wunderschöne Lederbezüge und ja. Nice. Sehr schön. Ich staune darüber noch mehr. Nun, Sie scheinen Gefallen zu haben an meinem bescheidenen Wagen, Mr. Veit. Bescheidener Wagen, das Ding ist super in Schuss. Vielen Dank, vielen Dank.
Ja, es, Ich würde zum ich Kanister gehen. benutze es leider viel zu selten. Du gehst zum Kanister. Und ihn anheben und aufmachen. Genau, also der Kanister lässt sich viel zu leicht anheben. Also der scheint komplett leer zu sein. Als du ihn aufdrehst, kommt noch so ein letzter Tropfen raus, aber der zerrinnt relativ schnell im Boden. Ja, schade dann. Hoffen wir mal, dass die mit dem Anruf mehr Glück haben als wir. Es tut mir leid, Mr. Potter. Es ist so, wir benutzen den Wagen ehrlich gesagt gar nicht. Wir sind seit Jahren hier in diesem Haus und ich kann mich fast gar nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal das Haus verlassen habe. Meine Tochter war vor kurzem auf einer Reise, aber ich komme fast gar nicht mehr vom Anwesen runter. Wir kriegen einmal die Woche alles Nötige mit dem Transport. Ja, machen Sie nichts draus. Ich würde so tun, als wenn ich auch den Wagen, also in Richtung des Wagens gucken und auch, aber mich auch umschauen, so. Ja, du siehst dich in der Garage um und es findet sich sozusagen noch ein zweiter Stellplatz. Der ist aber kein Auto, sondern unbenutztes Reihzeug. Ja, der letzte Stellplatz ist wie gesagt eine Werkstatt. Dort finden sich so Werkzeuge. Und beim genauen Hinsehen siehst du da auch so einen Haufen Kieferholz, was so, also so Abfälle, Holzabfälle, die so auf dem Boden liegen. Außerdem ist da Okay. noch Gärtnerausrüstung, Handwerkszeug, eine Kettensäge, ein Rasenmäher, ja. Okay. Gut, das reicht mir. Ja, dann würde Ich ich sagen, gehen wir wieder rein, wa? bin mit, wir sind mit Lister, mit Mr. Landwood gerade hier drin, ja? Nee, mit Mr. Wayland sogar. Das ist der Hausbesitzer. Ah, weil, okay, gut. Herr Wayland, ich kenne mich zufällig aus mit Autos. Ich wüsste, wie man ein paar Tröpfchen aus Ihrem Wagen vielleicht rauskriegen könnte. Das muss nicht heute sein, aber falls Nun, es gar keine andere das verstehe Möglichkeit ich ehrlich gibt. gesagt. Ich habe gar keine Verwendung mehr für das Auto, außer dass ich ihn, das natürlich ein besonders hübsches Auto ist, aber ich fahre gar nicht mehr so richtig viel rum. Wenn Sie möchten und sich auskennen, tun Sie sich keinen Zwang an. Sie können gerne versuchen, ein bisschen von dem Benzin aus dem Wagen abzunehmen. Das ist großartig, vielen Dank. Aber das muss ja jetzt nicht sein. Vielleicht komme ich später auf das Angebot zurück. Ich würde gerne mal gucken, was unsere Freunde da drinnen eingestellt haben. In Ordnung, kommen Sie ruhig mit Wann zurück. erwarten Sie denn Ihre Gäste? Nun, ich denke heute Abend gegen 8 Uhr. Ah ja. Und es ist jetzt, wissen wir das? Jetzt ist es 15:30 Uhr. Okay. Also mittlerweile so um, geht Richtung 4 Uhr. Okay, ja, wie gesagt, ich würde noch mal abklären, dass ich das später noch mal vielleicht anzapfen werde, aber jetzt gerade nicht und würde dann da kriege ich sein Okay für, sozusagen. Ja. Okay, super. Gut, also er begleitet euch wieder Richtung Haus. Wollt ihr dann wieder Richtung Haus? Also ihr wolltet wieder zu den anderen zurück, ja? Oder sag du es mir. Ja, okay, dann komme Gut, ich dann mit, geht ihr weil also ich. wieder in die Eingangshalle. Ich sag den anderen Bescheid, dass sie hochkommen. Ihr könnt wieder hochkommen. Ja, Charlotte ist sich noch ganz kurz eine Kleinigkeit zu essen holen gegangen, aber die ist Okay. gleich wieder am Start. Also, dann warte ich warte nochmal auf Charlotte. Ich bin hier, ich bin Okay, hier. also Ah ihr ja. könnt wieder hochkommen. Nee. Hola. Warte, Hola, ¿qué Charlotte ist tal, noch nicht amigo? da. Ah, jetzt Charlotte? Ja. Also Hallo. Milli und Hans, als ihr das Gespräch beendet habt, kommen auch schon durch die Eingangstür Mr. Wayland und im Schlepptau hat er also Fink und James. Und Und hat dir Leute? erfolgt? Mit dem Telefonat? Ja, nicht hundertprozentig. Also, ich habe Mr.
Fraser nicht direkt erreicht, aber seinen Assistenten, und er hat uns versichert, dass es kein Problem ist, wenn wir ein paar Tage später kommen. Sehr gut, da bin ich erleichtert. Ja, es ist schon mal auf jeden Fall nicht schlecht. Wir haben. Außerdem sind wir übereingekommen, dass es deswegen ja ratsam wäre, hier noch wenigstens eine Nacht zu verbringen, um an der Party teilzunehmen, ein bisschen abzuschalten und die Gesellschaft zu genießen. Sind wir das? Also, Ich was. dachte schon. Also ja, ich meine, es ist auf jeden Fall nicht schlimm, wenn wir übernachten. Es gibt kein Benzin draußen. Die einzige Möglichkeit ist, dass ich vielleicht den Wagen von Mr. Wayland nochmal ja, versuche anzuzapfen und da das restliche Benzin rauszukriegen. Aber ehrlich gesagt, wenn ihr mir sagt, dass das auch morgen möglich ist, vielleicht langweile ich mich auf dieser Party und mach's dann, aber das hat jetzt erstmal keine Eile. Ich bin auch ganz schön im Arsch. Außerdem bin ich interessiert, was es hier weiterhin für Gesöff gibt. Moment mal, Weiterhin? wieso weiterhin, Gesöff? Ja, ich habe ja das Glas noch, das leere Glas in der Hand. Nehme ich an. Das habe ich ja Ja, nicht weggeschmissen. genau. Ich zeige ihm ein leeres Weinglas, wo Reste roter Flüssigkeit zu sehen sind. Ja, das muss als Antwort reichen. Habt ihr Hier. den Weinkeller gefunden? Nein, ja, ihr wisst schon, die kleine Frau hier, die vorne rumgehüpft ist, Mrs. Linwood. Oder? Nee, die. So. Doch. Nee. Veronica. Nein. Die Veronika ist groß, oder? Ja, aber ich nenne Ja, alle. dann ist Ich bin es. Aber. ziemlich klein. Ich nenne jeden Menschen klein. Das macht meinen Also Charakter es immer ein gab ja bisschen. zwei Frauen, Veronica und Mrs. Linwood. Die Nanny quasi. Ich weiß es nicht. Wie nennt man das? Mrs. Die. Linwood, ja, das Hausmädchen. Ja. Genau. Die Hat mir hat. ein Weinlass gereicht, genau. Naja. Aber das Zeug schmeckt echt übel. Und nach Wasser. Das sage ich denen aber so, dass es hoffentlich keiner Ja. mitkriegt. Ja, nun, also es kommt der Jeremiah Linwood, der ist ja noch, denke ich, in der Eingangshalle, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kommt also auf euch zu. Meine Damen, meine Herren, wenn Sie möchten, können Sie sich gerne im Wohnzimmer ausruhen. Sie können sich aber auch frei hier auf der Gegend bewegen, wie Sie möchten. Wir würden Sie nur bitten, davon abzusehen, ins Obergeschoss zu gehen, weil das die privaten Räume von Miss Wayland und Mr. Wayland sind. Tun Sie sich keinen Zwang an. Die Abendgesellschaft ist für 8 Uhr erwartet. Und bis dahin, ja, wenn Sie möchten, können Sie auch noch etwas essen. Wir können gerne, ich kann Ihnen gerne etwas zu essen bringen lassen. Ja, das klingt auch gut. Mein Frühstück liegt schon seit einer ganzen Weile zurück und ich war lange auch zu Fuß unterwegs. Ich Nun würde dann mich darüber freuen. kommen Sie gerne mit in unser Esszimmer. Ich denke, meine Frau hat bereits etwas vorbereitet. Ich komme auch mit ins Esszimmer. Gut, also ihr geht über die Eingangshalle in einer Tür hinten rechts ins Esszimmer. Und Moment. Das muss ich einmal kurz gucken. Da muss ich jetzt, darf ich jetzt nichts Falsches erzählen. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Moment. Okay. Wo ist es denn jetzt? Das ist es nicht. Das ist es nicht. Da. Ah, also. Ihr geht also in einen Raum mit einer pastellblauen Vertäfelung und er erscheint hell und freundlich. Zwei gegenüberliegende große Spiegel lassen den Raum so ein bisschen etwas größer wirken, als er eigentlich ist. Es gibt eine lange Speisetafel mit mindestens also über 20 Plätzen und die ist bereits vollkommen gedeckt. Also es sind Suppenschüsseln drauf, Silberbesteck,
drei Kerzenleuchter und neben den Suppen stehen volle Brotkörbe, aus denen es auch ganz gut duftet nach Brot. Die Kerzen sind gerade angezündet worden, scheinbar. Und in dem Raum steht bereits Mrs. Linwood, die noch den letzten Schliff den Speisen gibt und dem Esstisch. Moment. Lass mich kurz gucken. Moment, das ist jetzt nicht so klar, weil hier so ein riesiger Zwischenbereich ist. Also es gibt an der Wand so eine Anrichte. Und die Anrichte ist allerdings relativ leer. Da scheint das Besteck drin zu sein, was sonst also was sonst da drin ist, ist jetzt auf dem Tisch. Und zentral gibt es auch noch ein relativ leeres Fach. Also da ist eigentlich nichts mehr drin. Bis auf einzelne Karaffen mit wohl alkoholischen Getränken. Eieiei. Wir sind im Paradies. Ja, bitte setzen Sie sich doch, meine Damen, meine Herren. Das Essen ist bereits vorbereitet. Aber ist es jetzt vorbereitet für die Gäste? Also essen Nein, wir nein, jetzt. nein, natürlich nicht. Das habe ich nur für Sie einmal So. kurz angerichtet. Ja, dann vielen Dank. Ja, Und vielen Dank, sehr freundlich. Mr. Wayland und Miss Wayland betreten also auch den Raum, setzen sich auch an den Tisch und laden euch ein, sich mit euch und auch den Mr. und Mrs. Linwood setzen sich auch an den Tisch und laden euch halt ein, mit ihnen dort zu essen. Ich würde mich gerne so nah, wie es irgend möglich ist, ohne mich auf jemand anderen zu setzen, an Miss Wayland oder zu Miss Wayland setzen. Neben Miss Wayland ist also ein freier Platz und du kannst dich ohne Probleme da hinsetzen. Das mache ich. Ich würde zum, ja, zu der Anrichte mit den alkoholischen Getränken gehen. Mal schauen, ob ich da was Edles sehe. Du siehst, Ich suche eigentlich primär nach Whisky. du siehst einige Whisky, also zwei Whiskyflaschen, eine Wodkaflasche, auch Rum ist scheinbar dort drin gewesen. Aber beim näheren Betrachten fällt dir auf, dass das alles leere Flaschen sind. Das ist hab. Dann würde ich enttäuscht zum Tisch gehen, das auspacken, noch was ich, also Marmeladen, Brötchen etc., das mit einem verschwitzten Grinsen irgendwie neben mich legen, sagen, ich habe auch eine Kleinigkeit mitgebracht, aber eigentlich möchte ich das ja loswerden. Oh, das ist doch nicht notwendig. Ich denke, das sind ja schon alte Brötchen, sagt Mrs. Linwood. Nehmen Sie doch welche von unseren. Ich bitte Sie, Sie sind unser Gast. Ich teile gern mit Ihnen und Sie teilen mit mir und ich nehme mir ein frisches Brötchen. Okay. Ja. Schmeckt. Also ihr esst jetzt mit den Waylands, ja? Ja, ich würde mich ganz gerne auf die andere Seite von Miss Wayland setzen, wenn da noch ein Ja, Platz frei ist, ja, ja. und mich mit ihr unterhalten über die Feier. Ja. Dann mach das doch mal. Ja, freuen Sie sich schon auf nachher, auf die Feier? Oh ja, natürlich, selbstverständlich. Es ist ja der Höhepunkt heute Abend. Was genau wird gefeiert? Sie haben eine Arbeit beendet. Genau, ich habe relativ lange. Habe ich sozusagen studiert. Ich war auch einige Zeit im Ausland. Nun habe ich seit einiger Zeit schon an der Universität studiert und heute Abend möchte ich gerne das präsentieren, sozusagen, wozu meine Studien geführt haben. Das klingt ja interessant. Und was genau haben Sie studiert? Nun, ich habe die verschiedensten Fächer studiert, aber ich hatte schon immer ein Interesse an Okkultismus. Ich hoffe, Sie verstehen das nicht falsch, aber das ist einfach meine persönliche Leidenschaft und ich finde es furchtbar faszinierend. Und
Nun habe ich mich schon mehrere Jahre damit beschäftigt, und möchte das heute gerne, einer, Zahl an Gästen zeigen, was ich geschafft habe. Okay, was? Okkultismus, Mr. Veit. Ja? Okay, Okkultismus. Ja, klar. Der Okkultismus beschäftigt sich sozusagen mit allem, was die Wissenschaft an sich noch nicht vollständig erklären kann. Und das finde ich besonders faszinierend. Natürlich habe ich eine naturwissenschaftliche Herangehensweise, aber jeder Naturwissenschaftler wird zustimmen, dass irgendwann auch Naturwissenschaften an ihre Grenzen kommen. Ja, an meine Grenzen kommen und voll, genau. Das klingt ja wirklich spannend. Ich selber bin auch ein großer Fan von Okkultismus. Sie müssen wissen, ich bin in New Orleans aufgewachsen und kenne mich daher ein bisschen mit Voodoo und solchen Oh, Dingen das ist aus. wirklich sehr spannend. Wir sollten uns, dann sind Sie ja eine Kollegin, Mrs. Miles. Wie schön. Nun, da Sie eine Kollegin sind, kann ich Ihnen natürlich erzählen, worum es geht. Mein Vater und ich versuchen seit einiger Zeit, die abramelinische Operation zu vollenden. Heute Abend ist sozusagen der Abschluss einer 18-monatigen Vorbereitungsphase und wir hoffen, dass es nun auch klappt. Frage an den Spielleiter, Ja. was ist das? Also ich Also, habe einen du hohen hast, Wert in Okkultismus, ich ich weiß, könnte das ja, wissen. du weißt, Okay. was, also du hast von der abramelinischen Operation bereits gehört. Du weißt, dass es sozusagen, also du weißt sozusagen, ob du weißt, worum es da genau geht, da würde ich dich einmal würfeln lassen. Das ist eine normale Probe. Okay. Auf Okkultismus. Ja. Moment, wo ist hier? Hast du geschafft, ja? Ja, hast du geschafft. Dann kannst du es dir einmal ankreuzen, dass du es bereits geschafft Ja. hast. Und ja, also die abramelinische Operation ist also ein, im Prinzip kann man sagen, Zauberspruch, allerdings nicht einfach nur ein Zauberspruch, sondern ein Ritual, was man also sehr lange vorbereiten muss. Es geht zurück auf einen gewissen Abraham von Worms. Der ist geboren circa 1362, also es ist schon einige Jahrhunderte her, dass er dieses Buch geschrieben hat. Das heißt auch das Buch Abramelin. Und das scheint ein Buch zu sein von einem Zauberer Abramelin, der es diesem Abraham zugesteckt hat. Oder beziehungsweise nicht zugesteckt hat, sondern der ihm die Sachen, die Inhalte sozusagen dieses Buches gelehrt hat. Du weißt, dass es verschiedene Übersetzungen von diesem Buch gibt. Und du weißt auch, dass es sozusagen eine gewisse Vorlaufzeit kann es jetzt nicht genau sagen, wie lange, aber mehrere Monate Minimum braucht, um diese Operation durchzuführen. Das Ziel dieser Operation ist die Kontaktaufnahme mit einem Schutzengel, der einem also Wünsche gewähren soll. Es ist so ein bisschen wie so ein Genie sozusagen, also wie die Beschwörung eines Genies, kann man sagen, nur dass es hier in dem Fall um einen Schutzengel geht. Du weißt auch, dass die Vorbereitung extrem kompliziert ist. Gibt es da irgendwie irgendwelche Opfer oder sowas? Also ist das irgendwie was Gefährliches? Oder im Zweifelsfall Also passiert halt du nichts? weißt jetzt Oder? nicht von irgendwie Menschenopfern oder was auch immer oder also das hast du jetzt noch nicht gehört. Es gibt aber jetzt ist jetzt auch nicht so, dass sowas regelmäßig gemacht wird. Ja, es ist eher so ein, sage ich mal, okkultistischer, kann man sagen, Klassiker. Aber es ist jetzt nicht so, dass du in deinem Bekanntenkreis Leute hast, die das schon mal durchgeführt haben oder so. Okay. Und dieser Schutzengel erfüllt einem dann irgendwie so eine Art Wunsch. Im besten Fall erfüllt er einem einen Wunsch. Ja, das kann man auch benutzen, um später Dämonen, die einen verfolgen, zu bannen oder ja, sowas in der Richtung. Und die auch Dämonen sozusagen zu binden, kann man auch sagen. Aber in erster Linie geht es um diesen Schutzengel, der soll einem einen Wunsch gewähren und danach ist man dann auch ein besonders starker Zauberer. Also man kann dann bestimmte Zaubersprüche auch machen und so. Ja, okay. Dann würde ich jetzt weitersprechen mit Veronica. Oh wow, das habe ich noch nie tatsächlich gesehen, sondern immer nur davon gelesen. Haben Sie denn einen speziellen Wunsch, weshalb Sie den Schutzengel um Hilfe bitten wollen? Oder geht es mehr um das Wissenschaftliche, um herauszufinden, ob das grundsätzlich möglich ist? Ja, ein Wunsch, das ist keine schlechte Frage. Also ehrlich gesagt,
Auf Anhieb fällt das mir gar nicht ein. Also mir geht es darum, diese Operation durchzuführen. Das habe ich schon lange geplant. Wenn Sie sagen Operation, meinen Sie dann eine Operation an einer Person? Nein, natürlich nicht. Es ist einfach, die Operation beschreibt sozusagen den Prozess der Vorbereitung des Zaubers. Aha. Also ich muss schon sagen, das klingt sehr, sehr interessant, äußerst interessant sogar. Aber jetzt muss ich mich natürlich fragen, wie kann es sein, dass Sie schon so lange an diesem Thema arbeiten, wenn Sie ja unmöglich älter sein können als 25 Jahre? Oh, Da müssten Sie Sie ja schon schmeicheln extrem mir. früh angefangen Sie haben. schmeicheln mir, Mr. Sprungfeld. Ich bin bereits 34 Jahre alt. Mein Vater hat mir von klein auf hat er mich mit dem Okkulten in Verbindung gebracht und ich habe mit Privatlehrern viel gelernt über die verschiedensten Naturwissenschaften und natürlich auch über den Okkultismus. Und daher kenne ich mich besonders gut aus. Wäre es vielleicht möglich, dass wir heute Abend bei Ihrem Experiment beiwohnen? Natürlich, dafür haben wir Sie natürlich auch eingeladen. Dafür sind Sie ja schließlich hier. Irgendwie ist das alles ein bisschen unheimlich. Das Ich meine, kann ich ich verstehe absolut zwar kein Wort. nachvollziehen. Gerade für jemanden, der sich nicht normalerweise mit dem Okkulten beschäftigt, ist das in der Regel etwas furchteinflößend. Ich kann Ihnen jedoch versichern, dass es kein nicht, dass es hier nichts gibt, wovor Sie Angst haben müssen, Mr. Veit. Für so einen besonderen Anlass habe ich jetzt gar nichts anzuziehen. Könnten Sie mir wohl ein Kleid leihen? Natürlich, gar kein Problem. Ich werde sehen, was ich habe. Vielen Dank. Entschuldigen Sie, die hinter uns stehenden Getränke, kann die einer nachfüllen? Der Alkohol in unserem Haus ist aufgrund der abramelinischen Operation entfernt worden. Der Konsum von Alkohol ist als Ausführender der abramelinischen Operation nämlich verboten. Scheint für mich Gehirnwäsche zu sein. Aber jeder so wie er möchte. Also ich meine, nur weil sie die nicht trinken dürfen, steht hier wirklich kein Tropfen herum. Ich habe schwache Nerven, wenn ich nichts trinke. Oh, das kann ich natürlich nachvollziehen, aber leider aufgrund der Umstände ist es uns nicht möglich, Alkohol im Haus zu haben. Vielen Dank. Und ich kau auf meinem Brötchen rum. Ja, wollt ihr noch was fragen? Gerade nicht mehr. Ich glaube, Also ihr ziemlich beendet viel sozusagen erfahren. das Wir Essen. müssen. Ja. Mrs. Linwood trägt das Geschirr zusammen und bringt das in die Küche. Miss Wayland verabschiedet sich, genau wie Augustus Wayland. Die ziehen sich also ins Obergeschoss zurück. Und Mr. Linwood geleitet euch ins Wohnzimmer. Wohnzimmer, 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 Wohnzimmer. Es ist mittlerweile so etwa ja, 16:45 Uhr. Das Wohnzimmer ist ebenfalls ein ganz heller Raum. Entlang der Wände finden sich fünf große Gemälde. Eine Frau, eine relativ junge Frau in einem weißen Ballkleid, die. Entschuldigung, mir fällt gerade was ein. Darf ich doch noch? Also ich wollte eigentlich beim Essen noch die Ne, anderen das ist zu spät. fragen. Achso, die anderen Okay, kannst du jetzt, schade. du kannst sie jetzt fragen, aber das sozusagen, das ist jetzt alles vorbei, Ist schon schon zu das Essen. spät, okay. Ja, also ihr findet ein Gut, Bild dann, von sorry. einer Frau, jungen Frau in einem großen Ballkleid. Die Frau hat, gib mir eine Sekunde, die Frau hat, also ist ebenfalls sehr wunderschön und hat lange schwarze Haare.
Dann sieht man den Augustus Wayland und eben diese Frau mit den langen schwarzen Haaren zusammen auf einem Bild. Dann ist noch mal ein weiteres Gemälde von Augustus in einem Maßanzug. Ein weiteres Gemälde von Augustus mit Veronica Wayland. Allerdings ist sie da wesentlich jünger und offensichtlich noch ein Kind. Und dann gibt es noch ein Bild von Veronica in festlicher Abschlusskleidung, während sie ein Universitätsdiplom in den Händen hält. Es gibt ein Klavier im Wohnzimmer. Es gibt ebenfalls einen Kronleuchter und unter dem Kronleuchter steht also ein Kaffeetisch. Dort auf dem Kaffeetisch ist also noch eine Zigarre, die glimmt noch so vor sich hin. Um den Kaffeetisch herum sind sozusagen so Sofas in einem Quadrat angerichtet. Im Kamin brennt ein Feuer. Auf dem Kaminsims steht also eine prächtige Kaminuhr im französischen Empire-Stil aus Gold und wird von zwei Kerzen flankiert. Ja, dann das ist das. Außerdem findet sich noch eine Büste von Augustus in dem Raum auf einer Marmorsäule am Fenster. Und die Büste schaut interessanterweise aus dem Fenster raus. Ja, die Büste ist außerdem schwarz. Das war's. Also Mr. Lindwood bringt euch dahin, bittet euch doch Platz zu nehmen und erklärt euch nochmal, dass ihr sozusagen, wie ihr möchtet, euch gerne bewegen könnt. Ihr könnt auch immer sagen, wenn ihr was braucht, dann sind er und seine Frau stehen euch zur Verfügung. Ich würde gerne zunächst Mr. Linwood fragen, ob das die Mutter ist sozusagen oder die Gemahlin von Augustus Wayland. Ja, sehr gut erkannt, Mr. Sprungfeld. Das ist Evangeline Wayland. Sie ist leider bereits vor einiger Zeit von uns gegangen. Ja, tut mir sehr leid, das zu hören. Ich meine, ganz kurz off-Character, es ist ja nicht ungewöhnlich, dass Leute sterben. Ja, Deswegen würde ich darauf. erst vor kurzem hatten wir noch einen Trauerfall in dieser Familie. Leider, ja, leider ist das hin und wieder so. Oh, wer ist denn noch gestorben? Nun, da haben Sie mich ertappt. Ich konnte mir das wohl leider nicht merken. Ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern, aber es war leider ein bisschen. Ich weiß vor allen Dingen, Veronica war sehr traurig deswegen. Nochmal, also habe ich das gerade falsch verstanden? Sind jetzt zwei Leute vor kurzem gestorben, oder? Oh, Evangeline ist bereits vor einer Ewigkeit gestorben. Da war, sie ist bereits bei der Geburt von Veronica gestorben. Ich kann mich einfach nicht mehr erinnern, es muss ein entfernter Verwandter gewesen sein von Veronica. Ah. Kann Na ich gut. irgendwie, rausfinden, ob das Quatsch ist, dass er sich nicht erinnern kann, oder ist das? Ja, das kannst du. Weil ich muss mal gucken, ob ich, was ich Dann dafür müsstest du heranziehen könnte. sozusagen das ist sozusagen ein Kräftemessen zwischen Psychologie von dir und von dem Mr. Lingwood. Und Oder ist es nicht so gut? nö, das kriegt er jetzt nicht so, dass er das mitkriegen würde oder so. Ja, du, genau, dann müsstest Totaler Fail. sozusagen mit Psychologie am besten, müsstest du Ja, das aber gucken. das habe ich halt nicht. Na gut, also Intelligenz hilft mir da leider nicht weiter. Also du hast gesagt, man muss Nee. immer, wenn es möglich ist, auf einen bestimmten Skill werfen, gell? Ja, also jetzt in dem Fall, nee, Intelligenz hilft dir nicht weiter. Du musst Psychologie werfen. Na gut, ich werfe einfach mal, vielleicht klappt's ja. Nein, kein Meter weit. Und das gelingt dir nicht zu erkennen, ob er da Quatsch sagt oder nicht. Okay. Dann werde ich es ihm einfach glauben. So, ich meine, er ist schon was älter. Für mich kein Problem. Ich würde gerne gleich mit den anderen sprechen, sobald Stalinwood den Raum verlässt. Ja, Also. also der lässt euch auch, wenn ihr keine weiteren Fragen habt, lässt er euch alleine und verlässt den Raum.
Okay. Also zum einen möchte ich sagen, dass ich es extrem auffällig finde, dass er sich nicht daran erinnert, wer gestorben ist. Er ist zwar alt, aber jemand gestorben ist, dann merkt man sich das doch. Also das finde ich schon mal sehr komisch. Und außerdem wollte ich euch fragen, James und Fink, was war draußen los und vor allem, warum hattet ihr Wein, wenn angeblich nirgendwo im Haus Wein ist? Ja, der Wein hat uns die Haushälterin gegeben, oder? Ich Ja, glaube. das Hausmädchen. Hausmädchen, genau. Und draußen haben wir einen Oldtimer gesehen, der mich jetzt nicht interessiert hat, und einen Kanister, der leider alle war. Also, ja, sieht schlecht aus mit dem Benzin. Vielleicht kann Fink was abzapfen vom Oldtimer. Richtig, Viel mehr richtig. ist nicht passiert. Bisschen gesmalltalkt über Autos. Ja, da draußen steht ein erstklassiger Rolls-Royce 1913. Das 550er Modell. Okay, und als wir mit dem Auto angekommen sind sozusagen, da konnte ich erkennen, dass es neben dem Haus noch so ein eine Art kleineres Haus gab. Was genau war das für ein Gebäude? Wir haben uns nur So. den linken Schuppen angesehen. Ja, genau, den meinte ich. Es Das war ein Schuppen, oder? war da war das Auto drin, ja. Die anderen Sachen habt ihr euch nicht angeschaut? Ja, ich wollte jetzt keine Zeit verplempern. Ich wollte wissen, was hier bei euch rausgekommen ist. Okay. Oh ja. Was meint ihr, Also, was sollen wir? wenn wir schon dabei sind, was ist eigentlich mit unserem Ärmchen? Glaubt ihr, dass diese Okkultisten, was wie auch immer, Tante, was über. Ihr wisst schon, was Bescheid weiß? Das stimmt. Theoretisch könnte man sie fragen, aber ich würde vielleicht noch bis morgen früh warten, weil ich bin mir noch nicht sicher, ob man ihr vertrauen kann. So, jetzt reicht's. Ich glaube, dass es an der Zeit ist, für euch mir zu sagen, was hier eigentlich los ist. Ich bin kein kompletter Vollidiot. Okkultismus, ja, ich darf nicht an den Kofferraum, keine Ahnung, wir kommen mitten im Nirgendwo an und schon finden sich zwei, die wie aus dem Nichts, aus dem Nähkästchen über irgendwelche verrückten Experimente schwadronieren können. Was ist eigentlich los? Wo müsst ihr hin? Was war euer geheimnisvoller Job? Klärt mich auf, sonst habe ich die ganze Zeit ein ganz schlechtes Gefühl. Ja. Wollen wir zum Auto gehen und ihm darüber erzählen? Und auf dem Weg, keine Ahnung, auf dem Weg ihm das erzählen und dann den Kofferraum öffnen? Du Wir kennst stellen Hans am besten, ich weiß ich nicht. Sag du es mir. Ach klar, Hans, das Problem ist nur, manche Sachen sind vielleicht doch besser nicht zu wissen, ne? Du weißt, man muss ja nicht jede Scheiße mitnehmen. Haha. Ich weiß, dass ich mein ganzes Leben lang nicht ein einziges Mal zur falschen Person was über dein spezielles Etablissement gesagt habe. Und dass es Richtig, an der richtig. Zeit ist, endlich reinen Tisch zu machen. Ja, leider wirst du in meinem Kofferraum keinen Alkohol finden. Aber ja, wir können hingehen. James, erzähl du die Geschichte. Ist es, ja. Nun, ja, wir hatten einen Auftrag. Wir sollten einen verschwundenen Sohn wiederfinden. Und das lief ein bisschen aus dem Ruder. Wir sind dann an einem Hotel gewesen und dort ja, wurden wir letztendlich Opfer von diversen Gewaltverbrechen. Ihr seid ja jetzt noch im Wohnzimmer, nicht? Uff. Ich dachte, wir Ich dachte, wir laufen. sind auf dem Weg, ja. Ja, Wir sind auf dem es war Weg mir zum nicht so Auto. klar. Also ihr geht jetzt aus dem Haus raus, ja? Ja, wir Aber im sind schon auf dem Wohnzimmer war Weg doch auch rum. außer uns keiner, oder? Nö, war keiner außer euch. Naja. Aber ja, gehen wir trotzdem raus und machen das mit dem Auto, also dass wir langsam Ich zum meine, Kofferraum gehen?
Wenn wir ungestört im Wohnzimmer sind, dann können wir doch eben alles im Wohnzimmer erzählen und im Anschluss, wenn er uns nicht hundertprozentig glaubt, noch zum Auto. Also ich würde lieber auf Nummer sicher gehen, also auch wenn niemand drin ist, aber draußen ist es besser, dass sonst niemand hört. Denke auch, Ah, dass okay. Bilder mehr als Gut. 1000 Worte sagen. Okay. Also ihr. Aber okay, ich würde mich anschließen auf dem Weg nach draußen. Gut, also ihr begebt euch auf den Weg nach draußen und als ihr die Tür öffnet, seht ihr eine Gestalt an eurem Auto stehen. Oh, Shikuro. Hey, was machst du da? Was macht ihr? Rufen ihm zu. Ihr Hey, was ruft machst du da? und ja, es passiert Kann eigentlich ich, nichts. sehe ich, also ich habe ja einen scharfen Blick, auch für brenzlige Situationen. Sehe ich, erkenne ich irgendwas? Ab Verborgenes erkennenmäßig zum Ja, Beispiel? du kannst darauf würfeln, ja. Ist aber eine harte Probe, habe ich jetzt nicht gesagt, aber ist eine harte. Die hast du sogar geschafft, nicht? Also 42 ist mein Ja. mittlerer Wert. Also du erkennst, dass die Person am Auto lange schwarze Haare hat. Ah. Das ist die Frau von oben. Keine Ahnung. Ja, wir. Die war das. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt die war. Sorry, die ist komplett aus meinem Gedächtnis verschwunden. Aber die Person ist doch nicht weg, oder? Ich meine, Wir können darauf zulaufen. wir können Ich einfach erkenne sie. rausgehen. Genau. Macht ihr das? Ja. Ja. Also ihr begebt euch darauf, ihr geht von der Veranda runter und müsst da an einigen Hecken vorbei und als ihr am Auto ankommt, ist die Person verschwunden. Also die Person, Entschuldigung, nur damit ich es verstehe, verschwindet, während wir kurz Außer also während der Sichtweite sind. Blickkontakt kurz weg Genau, ist. genau, genau. Und damit machen wir einen Cut und weil Marcel muss nämlich um 9 Uhr weitermachen und damit ist das heutige Pen and Paper zu Ende. Ja. Wie Stimmt. hat Oh. euch denn der erste Teil gefallen? Viel zu lang. Okay. Ja, Wir man haben musste es. erstmal wieder reinkommen, aber ja. Und mir ist auch aufgefallen, ich glaube, ich muss weniger reden, weil mein Charakter redet eigentlich nicht so viel. Ich fand, du hast schon relativ wenig Redeanteil Ja, gehabt. ich weiß, am Anfang habe ich aber zu viel geredet, glaube ich. Ja, wie Ja, hat aber es denn? ansonsten gut. Ich hätte manche Szenen sogar, also ich wusste ja, dass Marcel dann auch Zeitdruck hat. Ich hätte manche Szenen sogar noch länger gezogen irgendwie, also hier und da noch mal länger eine Frage gestellt oder Naja, ich meine, das kann sonst ja was. nicht schiefgehen. Wir haben ja, muss ja nicht heute alles gefragt Genau, werden, so. Also auf wir jeden Fall. hatten ja jetzt Zeit eigentlich. Also, ja. Fand's gut. Ja. Ja, hat mir auch viel Spaß gemacht. Ja, also ich hoffe, ich bin gut reingekommen, so auch, habe mich gut, relativ gut eingefügt. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, so als im Moment noch sehr Außenstehender, sich so dann am Geschehen zu beteiligen, ohne dass es erzwungen klingt. Aber ich ja, hatte viel Spaß und bin froh, hier dabei zu sein. Auf jeden Fall. Hast dich gut eingebracht. Charlotte. Mir hat's auch viel Spaß gemacht. Ich habe gerade noch gedacht, das wäre irgendwie cool, wenn wir auch von den Innenräumen ein paar Fotos sehen könnten. Ist es möglich oder Das ist eher nicht? möglich, ja, aber erst wenn ihr so ein bisschen das Haus erkundet habt und ihr habt eigentlich das Haus bisher gar nicht erkundet, muss man sagen. Weil jetzt zum Beispiel das Wohnzimmer oder das Esszimmer hätte man ja schon sehen können, oder? Na, es Oder gibt keine noch nicht? Fotos von Innenräumen sozusagen. Ich Ah, habe nur okay. einen Sondern eher Lageplan. so ein Ja, Grundriss. ja, ja. Okay. Ja. Das habe ich mich zwischendurch gefragt, weil du immer danach geblättert hast und dann dachte ich, oh, vielleicht kommt jetzt ein Bild, und dann kam Nee, gar nichts. leider Aber nicht. doch, sonst bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Ja. Ja, was Spaß sind gemacht. eure Theorien, worum es geht? Die Kacke ist am Dampfen. Ich glaube, jemand wird weggeopfert und ich habe Angst, dass ich der Alkoholiker weggeopfert werde. Okay. Da Ich brauchst du dir glaube. keine Sorgen zu machen, dass. Du bist ja dabei. Ich glaube gar nicht, dass jemand geopfert wird. Ich glaube, dass tatsächlich etwas passiert bei dem Ritual und das geht schief. Und dann
Weiß ich nicht, drehen vielleicht alle durch oder sowas. Die sind mir auch alle zu nett, muss ich sagen. Das ist schwierig. Das stimmt, die sind echt sehr nett. Ja, das stimmt. Ja, Aber es ist auch, ich finde es auch schon komisch, dass die kein Benzin da, also die wohnen so abseits und dann hat ihr Auto kein Benzin. Das finde ich sehr komisch. Ja, aber wenn die sich alles liefern lassen und Die Zelten haben. Verwandlung. Also man muss ja auch mal irgendwann irgendwie in die, also soziale Kontakte pflegen oder so. Also ich finde es schon komisch, dass die nicht mit ihrem Auto irgendwo hinfahren. Also vier Fremde komplett random so herzlich zu begrüßen, kommt mir auch nicht ganz koscher vor. Ich habe das Gefühl, da ist Böses im Spiel. Ja, das stimmt, aber ich meine, ihr müsst überlegen, der Erste Weltkrieg ist gerade vorbei. Amerika geht's blendend. Also, die hatten ja dadurch wirtschaftlich einen guten Aufschwung durch die ganzen Ausgaben für Rüstung und so, bla bla bla. Und die Reparationszahlung, das ist offenbar sowieso eine wohlhabende Familie. Die sind ja mit ihrer Gastlichkeit dann ein bisschen anders umgegangen. Also, das persönlich zumindest aus meiner Sicht wäre das noch nicht mal das Seltsamste gewesen. Dir gefallen nur die Frauen. Ja, es ist tatsächlich so. Na gut, die Dienstmagd vielleicht nicht. Ist eine Charaktereigenschaft von deinem Charakter? Das, ja, das ist bei mir als Trade so. Als Trade so Als mit Trait dabei. ist eigentlich, dass deine Erscheinung besonders gut ist. Aber. Ja, nee, also reingeschrieben hatte Ach ich so, das ja, weil okay. ich dachte, also das hatte ich ja davon abgeleitet. Ah, okay. Du weißt halt auch, dass du punkten kannst mit guten Sprüchen. Bin jung, brutal und gut aussehend, sozusagen Ja. mit meinem Charakter. Na cool. Sehr, sehr gut. Ja, dann gucken wir mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Apropos beim nächsten Mal weitergehen, Achso, wollen ich wir uns beende jetzt jetzt nochmal schon. den, ich beende nochmal den Stream. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.